Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Studieninformationstag 2024 hier an der Hochschule Mittweida. Ich bin Julia und zusammen mit meiner Zwillingsschwester Annika begrüßen wir euch im Namen der Hochschule hier aus dem TV-Studio über YouTube direkt zu euch nach Hause. Ja, und für all diejenigen, die es heute leider nicht hier ins Studio geschafft haben oder allgemein auf den Campus hier in Mittweida, keine Sorge. Denn diese Live-Sendung jetzt, die machen wir extra für euch. Ihr habt sozusagen die Möglichkeit, alles nochmal mitzuerleben, was heute schon auf dem Campus passiert ist. Wir gehen jede Fakultät einmal ab und ihr habt immer die Möglichkeit, eure Fragen, Wünsche, Anmerkungen oder Kommentare uns zu schreiben. Und ich verspreche euch, ich stelle eure Fragen dann an unsere Gäste hier auf der Bühne. Doch wir sagen nicht nur Hallo an alle Zuschauer da draußen vor dem Bildschirm, wir begrüßen auch alle Zuschauer hier heute im TV-Studio. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr es hergeschafft habt. Ja, ihr könnt euch auf eine spannende Sendung freuen. Wir werden mit Professorinnen und Professoren quatschen, mit unseren Studierenden. Wir haben spannende Live-Aktionen für euch vorbereitet. Ihr könnt einmal auch einen Blick hinter die Kameras werfen. Und kennt ihr eigentlich schon unseren Song Weiter? Heute seht ihr mal, wie der entstanden ist. Es wird also eine großartige Möglichkeit für euch, unsere Hochschule als auch unsere vielseitigen Studiengänge einmal kennenzulernen. Und vergesst auch nicht im Studio hier immer fleißig eure Hand zu heben, damit wir dann auf eure Fragen eingehen können. Doch bevor wir jetzt so richtig starten, schnappt ihr euch jetzt erstmal eure Lieblingsgetränke, lehnt euch entspannt zurück und wir können gleich losstarten. Ja, und wenn euch das hier heute so gut gefallen hat, dann habt ihr auch nochmal am 13. April 2024 die Möglichkeit, unseren Campus hier in Mittweida zu besuchen. Ganz genau. Doch bevor wir jetzt starten, Annika, du bist schon auf dem Weg zur ersten Position. Ja, ich würde einmal kurz erklären, wie das Ganze hier heute so ablaufen wird. Und zwar haben wir unsere Sendung in 5 Blöcke unterteilt, was für die 5 Fakultäten bei uns steht. Wir fangen an mit der Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften, machen weiter mit der Fakultät Medien. Danach sprechen wir mit einer Professorin und einem Studierenden von der Fakultät Soziale Arbeit, bevor es dann in die Fakultät Ingenieurwissenschaften geht. Und zum Schluss beenden wir das Ganze noch mit der Fakultät Ingenieurwissenschaften, und zum Schluss gehen wir zur Wirtschaftsingenieurwesen. So, wir freuen uns auf eine spannende Sendung und ich würde gar nicht erst lange zappeln und direkt mit der ersten Fakultät, und zwar der Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften, anfangen. In der Fakultät gibt es viele, viele Studiengänge, über Informatikstudiengänge, über die Biotechnologie bis zur Forensik. Und zum letzten Studiengang, da kommen wir jetzt auch als Erste dazu und ich schalte zurück zu Annika. Ja, ich habe jetzt hier schon mal meine Position gewechselt und ich habe jetzt gehört, hier hinter dem Vorhang ist was passiert. Ich ziehe den einfach mal kurz auf und oh mein Gott, keine Sorge, keine Sorge, kein echtes Verbrechen ist hier passiert. Aber wer sich wirklich mit echten Verbrechen auskennt, das sind unsere Professoren für die allgemeine und digitale Forensik. Und da habe ich heute hier im Studio zu Gast Professor Dirk Labutte und seine Kollegin Nadine Michel-Wagler. Herzlich willkommen. Ja, auch von uns. Herzlich willkommen. Ja, was haben Sie uns denn hier mitgebracht? Was ist das? Ist das so ein Tatort, wo jetzt so Studierende irgendwie was dran machen? Was ist hier zu sehen? Genau, das ist so ein Tatort, wie wir hier sehen, wie er dann auch häufig im Labor aufgebaut wird, in dem Modul Allgemeine Forensik, sodass die Studierenden sich hier auf Spurensuche begeben können. Sehr cool. Also wir legen ja bei uns in Mittweida immer den Fokus mehr auf die digitale Forensik. Viele haben ja so diesen Begriff im Ohr, so Forensik, das bedeutet irgendwie so Spuren am Tatort, vielleicht irgendwie so Leichen auseinandernehmen. Was versteht man denn unter dem Begriff digitaler Forensik? Ja, eigentlich ist das wieder eine doofe Frage, aber ich beantworte sie trotzdem. Also eigentlich soll man es überhaupt nicht mehr trennen. Es gibt entweder den Begriff Forensik oder es gibt gar keinen Begriff. Und unter diesem großen Begriff Forensik gibt es 2, also so wie unser Studiengang auch heißt, allgemeine. Ja, und digitale Forensik, und nur wer sozusagen im digitalen Raum Spuren sucht, findet, analysiert und einbringt und genauso eben auch in der analogen Welt wird Erfolge haben. Und deswegen lernen bei uns die Studierenden zuerst also das Haptische, ja, also daher diese ganzen Tatorte, ja, und daher dann auch also Blut, Finger, also Daktyloskopie, habe ich auch schon gesagt, dann Schuhabdruck und sowas ist alles da und genauso, ja, übertragen wir es dann nachher in die digitale Welt, also diese Spurensuche und das Vernetzen der Spuren, also Assoziationen zwischen den einzelnen Spuren herzustellen. Okay, also würden sozusagen alle Forensiker, sowohl die digitalen Forensiker als auch die allgemeinen Forensiker, an so einem Tatort jetzt
auch experimentieren bei uns an der Hochschule? Ja, genau so. Also nur wenn ich glaube, und das ist nicht nur meine Auffassung, sondern aller, die diesen Studiengang irgendwie vertreten, also in denen sie lehren und tätig sind. Wir brauchen das Haptische, wenn wir das verstanden haben. Ja, also dann können wir eigentlich in den mehr oder weniger abstrakten digitalen Raum und dann wären es eben nicht nur gute, sondern hervorragende oder ausgezeichnete digitale Forensiker. Und können dann die Studierenden, Frau Wagner, einmal würde ich Sie das fragen, können die dann Studierenden an so einem Tatort dann später trotzdem auch arbeiten oder wie sieht dann so die Arbeitsbereiche aus, wo dann die Forensiker später landen, die bei uns studieren? Die Forensiker werden nicht hauptsächlich an einem Tatort direkt arbeiten, sondern dann eher in Behörden, Dienstleister, ne, in der freien Wirtschaft, wo es dann eben darum geht, dass man beispielsweise Festplatten auswertet oder Mobilfunkgeräte. Okay, sehr cool. Und könnten die Forensiker dann sozusagen, die Absolventen, dann auch Gutachter, wie in einem Gerichtsprozess, wie bei Ihnen jetzt zuletzt, bei Gil Ofraim werden und dann sozusagen im Gerichtsprozess mit dabei sein? Oder was sind noch andere Orte, wo dann sozusagen unsere Absolventen hingehen können und später zu finden sind? Ja, also Michelle hat es ja schon gesagt, also klar, also führend oder das, was immer in vielen Köpfen drin ist, sind also die klassischen Ermittlungsbehörden. Und auf der anderen Seite können sie freie Gutachter werden oder eben auch also in der Industrie als digitale Forensiker arbeiten. Ja, ich sage jetzt einfach nur mal Cyberangriffe. Ja, also die Spuren sichern, auswerten, was ist wirklich vorgefallen. Also das ist so das große Spektrum, um nochmal auf so einen Tatort zu kommen. Es gibt natürlich auch also hervorragende und ausgezeichnete Studenten, die fertig werden. Die sind natürlich auch der ein oder andere in Tatortgruppen tätig, aber dafür muss man, glaube ich, nicht nur sehr gut, sondern sehr, sehr gut sein. So. Okay, aber das wären ja die Absolventen bei uns hier in Mittweida. Die wären alle sehr, sehr gut. Ja. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn man jetzt betrachtet, bei uns an der Hochschule haben wir auch den Studiengang IT-Sicherheit. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen der digitalen Forensik und der IT-Sicherheit? Okay, ich mache es mal mit einem makabren Beispiel. Stellen wir uns einen Kinderspielplatz vor. Und auf diesem Kinderspielplatz, nicht drüber nachdenken, gibt es einen Brunnen. Und eines Morgens liegt ein Kind in einem Brunnen. Jetzt kommt der IT-Sicherheitler, stellt es fest und sagt, okay, Brunnen, das ist die große Gefahr und legt ein Gitter oben drüber, macht das schön fest. Ja, und damit ist eigentlich der Spielplatz mehr oder weniger wieder sicher. Aber für den Forensiker sind die Hauptfragen eigentlich, wie ist das Kind da reingefallen? Ist es alleine reingefallen? Wurde es geschubst? Ja, also waren es die Eltern oder waren es andere Kinder? Ja, also da kommen noch ein paar Fragen dazu. Und am Ende muss man aber sagen, dass auch der IT-Sicherheitler, ja, also ähnliche Werkzeuge verwendet wie der IT-Forensiker. Sie haben einfach nur einen unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache. Okay, super, vielen lieben Dank. Wir beide würden jetzt auch einmal rüber zum Tresen zu Julia gehen und weitere Fragen beantworten. Frau Wagner, vielen Dank an Sie, dass Sie da waren. Und ich würde jetzt einmal zurück danke zu Julia auch geben. Ja, danke schön, Annika. In der Fakultät wird nämlich auch der Studiengang der angewandten Informatik gelehrt. Am Anfang eures Studiums müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr lieber die Spezialisierung Softwareentwicklung oder eben die IT-Sicherheit wählt. Ich begrüße meinen nächsten Gast hier auf der Bühne, und zwar Lukas Wolf. Er hat letztes Jahr erfolgreich das Studium der IT-Sicherheit abgeschlossen und ich freue mich, dass er heute da ist und meine Fragen beantwortet. Hallo, Lukas. Ganz genau. Annika, du hast hier ein Mikrofon einmal für ihn. Ja, perfekt. Das muss man nicht bei Ihnen. Ich bin ihn. Ja, genau. Du bist jetzt erstmal ihn. Hallo Lukas, was hat dich dazu bewogen, IT-Sicherheit hier bei uns mit weiter zu studieren? Also erstmal in die Richtung Informatik hat es mich schon sehr früh geschoben. Mhm. Vor allem durch meinen Vater, der mir da so ein bisschen die Grundlagen mitgegeben hat. Und später war das dann so, als Jugendlicher, ich denke wie bei vielen anderen auch, man war seinen Eltern zu viel am PC oder zu viel im Internet. Und das hat halt Folgen nach sich gezogen, dass man versucht hat, die Zeit zu begrenzen oder so. Aber als Jugendlicher lässt man sich nicht gern irgendwie begrenzen oder hört auf Verbote. Und deswegen sucht man Wege, die zu umgehen. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, das macht mir echt Spaß, so auch Thema Hacking und sowas. Mhm. Und nach meinem Abi wusste ich dann erstmal so gar nicht, was ich machen will. Habe mir dann aber durch Zufall bin ich auf die Hochschule Mittweida gestoßen und habe mir die hier angeguckt und fand das erstmal ziemlich cool. Habe gesehen, okay, die haben IT-Sicherheit. Mhm. Und ja, dann habe ich gedacht, riskierst du es einfach. Ja. Und du hast es riskiert und hast erfolgreich bestanden. Welche Schwerpunkte haben dir denn am Studium am meisten Spaß gemacht? Also Schwerpunkte zu finden, fällt mir da jetzt schon relativ schwer. Wir haben ja schon, also IT-Sicherheit ist ja quasi schon der Schwerpunkt hier für die angewandte Informatik mit den Softwareentwicklern. Teilt sich ja zwischen Softwareentwicklung und IT-Sicherheit. Ich würde sagen, im fünften Semester geht es dann so richtig los, wo man merkt, okay, jetzt geht es wirklich in die Schiene IT-Sicherheit mit der Malware-Analyse, mit Abwehr von IT-Angriffen. Das war das dann, wo ich gedacht habe, ja, das ist das, was ich machen will, das ist cool.
Sehr cool. Ich kann mir das jetzt eher schwieriger vorstellen. Wie sieht so ein Alltag von einem IT-Studenten aus? Was macht ihr so? Welche Praktika kann ich mir da vor allem vorstellen? Arbeitet ihr mit konkreten Beispielen aus der echten Welt? Ja, da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen ausholen. Also am Anfang haben wir natürlich erstmal die Grundlagen. Wir lernen ein bisschen Programmierung, gehört auch zur Informatik. Da haben wir auch Projekte, wo wir uns im zweiten Semester zum Beispiel bei Einführung in die Programmierung 2, wo wir uns das Thema tatsächlich selbst aussuchen können. Da kann man schon so ein bisschen gucken, dass man in die Richtung IT-Sicherheit geht oder man macht dann noch was anderes, das ist dann noch nicht ganz so wichtig. Und später dann haben wir tatsächlich auch in den Praktika wirklich sehr praxisnahe Beispiele. Wir hatten im fünften Semester, ich sag mal in Anführungszeichen, kleines Labor aufgebaut und versuchen halt tatsächlich in dieses Thema dann einzudringen oder schauen uns ganz speziell Malware an, also existierende Malware, wie die funktioniert. Ja, also wirklich gehen rein in die Code-Ebene und finden es auch mal aus und dann halt wirklich praxisnahe Beispiele. Okay, von Cyberangriffen hört man natürlich immer häufiger. Wie empfindest du das? Wie wichtig sind die Informatiker der IT-Sicherheit in der Berufswelt? Wie empfindest du das? Super wichtig, muss ich ja sagen, als IT-Sicherheitler. Nein, aber ich finde wirklich, dass das Thema trotz allem noch massiv unterschätzt wird. Also ich merke langsam, wie das in den Köpfen ankommt, dass man darüber redet. Gerade zum Beispiel, wenn wir gucken zum Thema Ukraine-Krieg, wie sich so eine zweite Dimension des Cyberraums aufgebaut hat und dass wir wirklich alle, jeder von uns irgendwelche Geräte hat, die im Netz hängen und angreifbar sind und das nicht nur die Firmen betrifft, sondern auch uns persönlich. Und ja, Berufsfelder gibt es einige. Also man denkt vielleicht, IT-Sicherheit ist schon sehr spezifisch. Man kann in die Richtung Consulting gehen, also Beratung von Firmen, die ein IT-Sicherheitskonzept aufbauen wollen, in die Richtung Penetration Testing, was mich dann eher interessiert, oder auch Incident Response, wenn es eigentlich schon zu spät ist und man versucht quasi einfach nur noch Schaden zu begrenzen. Genau. Okay, hast du schon einen konkreten Plan, wo es nach dem Studium hingehen soll? Ja, genau, hatte ich ja quasi gerade schon ein bisschen angedeutet. Also mich interessiert die Richtung Penetration Testing wirklich sehr. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ob ich es nochmal erklären soll. Gerne, also ich wüsste es zum Beispiel jetzt nicht. Ja, ist quasi vorsichtig ausgedrückt Hacking im Auftrag. Also es kommen quasi Firmen zu einem, die bestimmtes IT-Sicherheitssystem haben oder eine App oder eine Anwendung oder irgendetwas. Und man versucht quasi diese zu hacken und dann die Schwachstellen rauszufinden, damit die Firma quasi daran arbeiten kann, dass diese nicht ausgenutzt werden können und geschlossen werden. Mhm. Ja. Perfekt, vielen Dank erstmal Lukas. Professor Labutte, ich hätte noch eine Frage an Sie, um nochmal auf Sie zurückzukommen. Welche Vorerfahrungen müssen denn die Studieninteressierten mitbringen? Müssen Sie zum Beispiel schon programmieren können fürs Studium? Also kein Hinderungsgrund, nicht anzufangen, wenn man schon programmieren kann. Vielleicht drücken wir es mal so aus, aber die Erfahrung oder unsere Erfahrung in den letzten 10 Jahren hat gezeigt, also man schafft es auch hier. Natürlich ist das große Problem, also hat man und welche Tiefe hat man eigentlich auf dem Gymnasium oder je nachdem, wo man seine Hochschulreife gemacht hat, also zum Zugang Informatik, da gibt es also die unterschiedlichsten Facetten, aber bis jetzt hat jeder, also wenn er die Motivation und den Antrieb hat, dann schafft er das auch so. Also es ist schön, ich will euch nicht sagen, dass es nicht machen sollen, aber es bringt immer sozusagen also auch positive Aspekte mit, wenn man das hat, aber wenn man sich hier reinkniet, dann ist es also nie zu spät. Ja, also es erleichtert quasi den Einstieg. Lukas, siehst du das ganz genauso? Konntest du zum Beispiel schon programmieren vorher? Ich hatte einen sehr guten Informatiklehrer auch an der Schule. Wir hatten Glückwunsch. Ja, ist selten. Der war auch sehr jung, vielleicht liegt es daran. Ja, wir hatten ein bisschen Python und ein bisschen in die Richtung Kryptologie schon mal was gehört. Aber ich finde, es ist nicht unbedingt nötig. Also ich würde nicht sagen, dass es ein abschreckendes dass es einen abschrecken sollte, wenn man das noch nicht kann, weil wir wirklich auch bei den Grundlagen anfangen im ersten und im zweiten Semester und man da rangeführt wird. Natürlich hilft es, aber man schafft es auch so. Falls jetzt Studieninteressierte doch sagen, okay, dann setze ich mich jetzt schon mal ran und lerne das mal so ein bisschen, können Sie da eine Programmiersprache empfehlen? Also beide können gerne antworten. Ich glaube, der Hinweis mit Python ist gar nicht so unverkehrt. Also auch wenn es nur, jetzt die Informatiker hören ja vielleicht auch mit, auch wenn es nur eine Skriptsprache ist, aber am Ende hat man das Programmierkonzept dahinter verstanden und das kann sozusagen also sehr, sehr hilfreich sein. Also es macht schon Sinn. Ja, da würde ich zustimmen. Also Python ist, wir sagen immer, für Faule. Es ist leicht zu verstehen, man muss nicht auf 4 achten. Wir lernen das auch bei uns. So. Ja. genau, und alles andere, wenn das Konzept klar ist, kann man auch später noch lernen.
Sowas hat man natürlich gerne. Studenten sagen ja immer, sie sind gerne faul. Deswegen ist das vielleicht ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Vielen Dank erstmal dafür. Annika, ich würde gleich mal fragen, gibt es eine Frage aus dem Stream? Ja, es gibt eine Frage und die würde ich einmal an Sie richten, Herr Professor Labutte. Und zwar war die Frage, wie viele Studienplätze gibt es denn im Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik ab Winter 2024? Denken wir gar nicht drüber nach, bewerben. Wer sich bewirbt, kriegt auch einen Platz. So, das muss ich aber jetzt ein bisschen einschränken. Also wir haben eigentlich Kapazität für 150, 155, 160. Und bis jetzt ist also die Zahl am Ende, also ja, es bewerben sich mehr und dann springen einige wieder ab, aber am Ende kommen wir immer mit den 160 super hin. Und für alle 160 können wir alle Praktika sowohl analog als auch digital abdecken. Also keine Angst, einfach bewerben. Wenn es schief geht, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich kümmere mich. Gut, dann haben es jetzt alle draußen da gehört. Gibt es denn noch eine Frage hier im Publikum, bei uns hier im Studio? Okay, dem sieht nicht so aus. Dann können wir gerne weitermachen. Dankeschön. Ich bedanke mich auf jeden Fall an meine zwei Gäste, Lukas Wolf und Professor Labutte. Vielen Dank für die Antworten und vor allem diesen ersten Überblick über die Forensik und die IT-Sicherheit hier bei uns an der Hochschule in Mittweida. Ja, unsere Fakultät nennt sich ja nun Computer- und Biowissenschaften und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich bei diesen ersten beiden Studiengängen, ja wo ist denn da jetzt eigentlich die Bio? Und die Bio, die findet ihr im Studiengang der Biotechnologie. Die Biotechnologie beschäftigt sich damit, wie man die Biologie anwendbar machen kann. Das bedeutet, wie man ökonomische Systeme auch nutzen kann. Ihr arbeitet in diesem Studiengang auch sehr, sehr praxisbezogen, geht immer wieder in die Labore, arbeitet am Mikroskop in kleinen Gruppen und hoffentlich könnt ihr da die Biologie noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. So, wir kommen schon zum nächsten Studiengang und das ist die Medieninformatik und interaktives Entertainment. Und dafür hat sich Annika schon mal gleich zum nächsten Ort begeben. Annika, wo bist du denn eigentlich? Ja, ich bin hier ganz am anderen Ende jetzt wieder vom Studio und ich stehe jetzt hier neben Jesko Vogt. Herzlich willkommen, Jesko. Hi. Du studierst bei uns gerade Medieninformatik und interaktives Entertainment im Master, hast es aber auch im Bachelor studiert. Wie hast du dich dafür entschieden? Wie kamst du auf Mittweida? Warum wurde es der Studiengang? Also ich war nach dem Abitur, gebe ich ehrlich zu, erstmal ein bisschen orientierungslos und ich habe dann halt einfach geschaut, wo so meine Interessensbereiche liegen und eine Sache, die mir halt relativ viel Spaß gemacht hat, war so 3D-Modellierung und daraus hat sich dann eigentlich relativ natürlich so Medieninformatik als Spezialisierung halt ergeben, weil das da unter anderem halt mit drin ist und ich hatte auch immer Interesse an Informatik und fand das eigentlich immer recht spannend. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, habe mir verschiedene Hochschulen dann halt angeschaut und Universitäten, wo halt Medieninformatik angeboten ist. Und dann bin ich über die Mutter von einem Freund, die Mittweida empfohlen hat, dann irgendwie bei Mittweida gelandet. Und ja, letzten Endes war das dann vom Angebot her einfach, hat das quasi perfekt gepasst, weil viele Medieninformatik ist ja halt irgendwie Videoschnitt und da bei hier in Mittweida ist halt sehr viel Fokus noch auf 3D-Modellierung und das habe ich mich dann dafür entschieden. Bisschen ins Blaue hinein, bin hier gelandet und war dann sehr zufrieden. Und jetzt noch gleich ein Master hinten dran. Genau. Ja, so muss es ja, so muss es laufen. So, ich sehe jetzt hier hinter dir was Großes. Ich habe gehört, du hast das gebaut, als auch das Spiel, was die beiden hier neben mir spielen, auch selbst programmiert. Erstmal Respekt dafür. Ich sehe schon Bumsen Village, sieht auf jeden Fall Bumsen richtig Village, cool aus. Ja. Wie hast du das geschafft? Also wie lange hat das gedauert, dass du so ein eigenes Spiel programmierst und so einen ganzen Kasten noch rundherum bauen kannst, dass die beiden jetzt so hier völlig voller Power und völlig vertieft das jetzt hier spielen können, dieses Spiel? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben auf jeden Fall sehr, also das habe ich nicht alleine gebaut. Ich muss super vielen Leuten danken. So vielen Leuten, die geplaytestet haben. Meinem Dad muss ich übelst viel, also mein Dad hat richtig krass bei diesem Automaten geholfen. Wir haben das ja, über Weihnachten cool. hinweg zu Hause auf dem Küchentisch aufgebaut und dann irgendwie zusammengebastelt. Das ganze Art Concept Word ist von unserem Artist Max gebastelt worden. Wir haben noch einen zweiten Programmierer, den Jakob. Also wir haben super viele Leute, die uns da geholfen haben, gutes Feedback gegeben haben. Und ja, das habe ich auf keinen Fall ich alleine gebastelt. Aber ja, wie lange haben wir jetzt daran gesessen? Das Spiel haben wir im ersten Semester vom Master entwickelt. Das heißt, man sieht eigentlich relativ schön, was man so innerhalb des Bachelors gelernt hat, weil wir konnten da quasi so alles, was wir aus dem Bachelor mitgenommen haben, dann quasi in einem neuen Projekt halt zusammenführen und ja, das ist jetzt am Ende nach 1,5 Jahren quasi dran weiterarbeiten, so ein bisschen rausgekommen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, die beiden sind auf jeden Fall voll into it, das sieht man auf jeden Fall total. Hier boxen sich auf jeden Fall zwei kleine Menschen. Du hast auf jeden Fall angefangen, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse in den Bachelor zu starten. Genau. Wie hat sich das so entwickelt, dass du jetzt am Ende mit so einem eigenen Spiel dastehen kannst? Es ist halt, in den ersten zwei Semestern lernt man halt die gesamten Grundlagen. Also man hat
Grundlagen der Programmierung und fortgeschrittene Programmierung. Und das gibt einem, wenn man sich da reinhängt, und ich hatte halt, wie gesagt, keinerlei Vorerkenntnisse, habe dann halt dort einfach sehr gut aufgepasst, dann kann man da quasi alles mitnehmen, was man für die Programmierung dann braucht. Oder zumindest man baut halt eine sehr, sehr gute Grundbasis auf. Ja. Das meiste lernt man, denke ich, dann, wenn man halt diese Grundlagen verinnerlicht hat, innerhalb der ganzen Projekte. Also Medieninformatik lebt von den 1000 Videospielprojekten, die da an irgendeiner komischen Ecke mal entstehen, dann in irgendeinem Game Jam sich ausgedacht werden oder sowas. Oder natürlich auch in der Beta, da kommen wir später sicherlich nochmal zu. Aber ja, in diesen ganzen Projekten, man wird sicherlich in einige Wände fahren und man lernt dann mit der Zeit einfach so, was man beim Programmieren richtig macht, worauf man achten sollte. Es ist so ein stetiger Selbstverbesserungsprozess. Und ja, wenn man einfach halt dranbleibt, immer an irgendwelchen Projekten schraubt, dann kommt man irgendwann auch nur auf einen ziemlich guten Stand. Klingt auf jeden Fall sehr cool, vor allem, dass halt dieser Praxisbezug halt so hoch ist, gerade mit dieser Gaming-Welt. Trotzdem ist ja die Medieninformatik ein IT-Studium. Wie würdest du sagen, wie so die Verhältnisse sind, wie der Studiengang aufgebaut ist? Also Programmieren, Designen, wo liegen da so die Schwerpunkte im Studiengang? Also der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Informatik. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Fokus. Wir haben sehr, sehr viele Informatikmodule. Man kann sich sehr, sehr viele verschiedene Sachen dort halt anschauen. Als Artist wird man wahrscheinlich nicht unbedingt durchkommen, wenn man sich dem Programmieren verschließt. Das ist aber nicht unbedingt was Schlechtes, sondern es ist eine ganz, ganz große Chance für jeden Artist, weil man eben mit Programmiererfahrung auch als Artist super viel anfangen kann. Also bestes Beispiel ist der süße Kollege, mit dem ich das ganze Ding hier gebastelt habe, der ist ein unglaublich guter Artist, aber er ist unter anderem so ein guter Artist, weil er eben halt diese ganze technische Wissen quasi mitbringt und das dann halt, er kann zum Beispiel seine ganzen Animationen dann direkt vielleicht selber einbinden, der kann ganz viele schöne Partikeleffekte in der Engine basteln, er verschließt sich halt dem Technischen nicht und das ist, finde ich, halt als Artist irgendwie auch was ganz Wichtiges. Okay, und wem würdest du das jetzt so weiterempfehlen, diesen Studiengang? Also muss man vorher schon so Kenntnisse in diesem Artist-Bereich haben? Du meintest ja, du hast noch keine Programmierkenntnisse gehabt? Quasi gar keine Vorerfahrungen. Also der Studiengang ist für jeden was, der Interesse an dieser technischen Seite hat, der Bock auf Videospiele basteln hat, der Lust auf kreative Sachen hat. Medieninformatik und Videospiele ist ein unglaublich schöner Teilbereich, der das alles halt sehr schön zusammenbringt. Also man wird mit super vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und ja, das ist ja für viele verschiedene Arten von Menschen irgendwie was. Also man kann da sehr viel verschiedenen Aspekten was abgewinnen. Okay, und dann noch meine letzte Frage. Welche Karrieremöglichkeiten hat man denn später nach dem Studiengang? Genau, also man kann natürlich in die reine Informatik reingehen. Also das geht alles. Man hat die gesamten Grundlagen dafür. Man kann natürlich allerdings auch in die Videospielindustrie reingehen. Zum Beispiel mein persönlicher Traum wäre es halt, mit dem Spiel irgendwie das dann halt zu veröffentlichen, eine Firma rauszugründen. Da müssen wir halt schauen, dass das klappt. Das wir auf jeden merken Fall noch uns ein großer Schritt. Wumsen Village, vielleicht kommt es irgendwann Wumsen groß Village raus. Wumsen Village 2024, schreibt es euch auf. Aber ja, ja, werden wir schauen, wie es klappt, aber es wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ja, Videospielindustrie ist ein großer Punkt, allgemeine Informatik, da habe ich zum Beispiel auch mein Praktikum drin gemacht, geht alles recht gut. Sehr cool, vielen lieben Dank dir, Jesko. Gerne doch. Ja, wir haben jetzt schon rausgehört, die Medieninformatik hat viel mit Gaming zu tun und du hast auch gerade schon den Begriff Beta einmal genannt. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir gleich. Wir schauen uns dafür jetzt erstmal ein paar Einblicke zu diesem Event an. Also ich würde sagen, los geht's zur Beta. Wow, das waren schon ganz schön viele Eindrücke von der Beta und ich begrüße hiermit meine zwei neuen Gäste auf der Bühne. Zum einen habe ich hier Professor Vodel sitzen, er ist Professor bei uns für Softwareentwicklung für Medien- und Anwendungssysteme und zum anderen sitzt neben mir Marie-Louise Pleckert und sie ist im Team der Beta 2024 und da würde ich gleich mit dir anfangen, Marie-Louise, was kann ich mir denn eigentlich unter der Beta vorstellen?
Also wir haben es ja kurz in dem Video gesehen. Die Beta steht erstmal für Base of Entertainment, Technology und Art. Aber die Beta ist innerhalb unseres Studiengangs ein Modul, in dem der gesamte Jahrgang über 2 Semester ein Spiel zusammen entwickelt. Und wie lässt sich das einordnen? Also man kann ganz klar sagen, dass es neben dem anderen wichtigen Modul Wissenschaft und Wirtschaft das Abschlussprojekt des Studiengangs ist, gleichwertig gesehen. Und wir wenden sozusagen das, was wir theoretisch gelernt haben, an der Spieleentwicklung und wenden das in der Praxis an. Und wir entwickeln gerade momentan ein Action-Roguelike-Spiel namens Echolight. Kannst du uns ein paar Einblicke hinter diesen Entwicklungsprozess geben? Wann habt ihr angefangen, das Spiel zu entwickeln und euch vorzubereiten aufs nächste Event? Und wie sind die Teams aufgebaut? Also wir haben natürlich mit dem Start des vorletzten Semesters angefangen, also im 4. Semester im März. Und wir unterteilen uns in verschiedene Departments. Jeder Studi kann sich das frei auswählen. Und dazu, jedes Department wird geleitet von einem Head. Die Departments sind dabei Tech, Game Design, Art, EVM, Event Management, Projektmanagement und Engine. Und das Ganze fängt mit einer großen Konzeptionsphase innerhalb des Game Design Teams an. Da wird relativ schnell herausgefunden, was für eine Spielvision wir haben wollen und was für eine Spielessenz. Das sind so die wichtigsten Aspekte von der Spielentwicklung, weil ohne eine wirkliche Vision macht ein Spiel in der Regel nicht Spaß. Und so eine Vision beinhaltet, wie soll sich das Spiel anfühlen? Was sollen die Spielenden dabei fühlen, wenn sie das Produkt konsumieren sozusagen? Und da kam bei uns halt die Idee eines Action-Roguelike-Games bei raus. Und genau, und dann wird sozusagen ein Style-Guide entworfen vom Art-Department. Das ist sozusagen ein großes Regelwerk für die Asset-Produktion, dass man sozusagen sagt, okay, wie fühlt sich unser Spiel an? Wie ist das Setting? Wie ist der narrative Kontext, wie hört es sich an und all solche visuellen Aspekte. Danach werden dann auch die Assets produziert. Im Tech-Bereich geht es dann meistens nach der Konzeptionsphase in die Prototypphase. Das heißt, in der Programmierung versucht man so schnell wie möglich bis zum Ende des ersten Semesters einen Prototyp zu bauen. Der kann auch richtig hässlich aussehen, das ist furchtbar egal. Es geht nur darum, dass man relativ schnell ins Testing kommt. Und wenn man dann diesen Prototyp hat, testet man den und guckt, okay, wird die Vision erfüllt, findet sich die Essenz wieder. Okay, nee, irgendwie nicht. Dann kommt man in diese Iterationsspirale, macht Anpassungen, testet das erneut und schleicht sich dann langsam sozusagen vor, bis man das Spiel hat, was man haben möchte. Und dann wird das Ganze sozusagen implementiert und sozusagen umgesetzt und dann auch gepolished. Und dann am Ende wird das Ganze natürlich dann irgendwie vermarktet und veröffentlicht. Okay. Kannst du schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auf welchem Stand ihr gerade seid mit eurer Entwicklung? Ja klar, also wir sind, ich würde sagen, am Ende der Testing-Phase und in der Polishing-Phase. Manche Sachen sind wir uns ziemlich sicher, das gefällt uns, das behalten wir so. Aber momentan haben wir noch so ein bisschen ein Problem mit unseren Enemies. Die sind ziemlich dominant und da müssen wir gerade noch ein bisschen tweaken, dass sie nicht zu leicht, nicht zu schwer sind. Das Kampfsystem ist in einem Action-Roguelike enorm wichtig und ist sozusagen Hauptbestandteil der Spielessenz. Und natürlich gehen wir jetzt in großen Schritten auch auf die Veröffentlichung zu, einfach aus dem Aspekt heraus, dass wir in 2 Wochen veröffentlichen. Das heißt, Stresslevel ist hoch. Ich kann es mir vorstellen. Ja, macht aber auch Spaß. Wir machen Game Jams zwischendurch, um sozusagen an unserem Spiel zu arbeiten. Und genau, und dann in 2 Wochen werden wir das ganze Ding veröffentlichen. Sehr cool, da kannst du quasi jetzt mal ganz kurz den Werbeplatz hier nutzen, denn am 25.01. ist das nächste Beta-Event bei uns. Wenn ihr also gerade Bock bekommen habt bei diesem Video, einmal bei sowas dabei zu sein, dann könnt ihr am 25.01. gern einschalten. Dein Werbeplatz. Ja, also Echolight könnt ihr auf jeden Fall verfolgen unter beta.mitweider, das ist unser Instagram-Account. Da werden regelmäßig Updates veröffentlicht, wie unser Spiel aussieht. Und natürlich am 25.01. veröffentlichen wir unser Spiel auf itch.io. Später noch auf Steam, aber das dauert in der Regel länger, weil es bei Steam ziemlich aufwendige Verfahren gibt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das Beta-Event kann man hier im Haus genießen. Wir laden auch Panel-Speaker ein aus der Branche und zeigen ehemalige Spiele. Wumsen Village wird auch da sein, also falls ihr Bock habt, das zu spielen, ist es da. Und genau, und dann wird das Ganze aber auch auf Twitch live gestreamt.
Vielen Dank. Professor Vogel, ich möchte noch kurz auf Sie zu sprechen kommen, um das Ganze noch aus der Professorensicht zu zeigen. Neben dem großen Gaming-Bereich macht die Medieninformatik und interaktives Entertainment ja bestimmt auch noch andere Projekte aus. Auf was können sich die Studierenden da noch freuen? Ja, also Medieninformatik hat immer noch als Hauptwort Informatik. Das heißt, wir brauchen erstmal eine gewisse Basis in der Informatik. Das heißt, wir hatten es vorhin schon von Studenten gehört, wir haben die Einführung in Informatik, fortgeschrittene Programmiertechniken und dann fangen wir an mit den ersten Projekten tatsächlich in solchen informatischen Basics, das heißt Algorithmen, Datenstrukturen. Es gibt verschiedene Probleme aus der Informatik, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, auf jeden Fall schöne Algorithmen, mathematische Probleme, die kann man aber sehr trocken rüberbringen, man kann sie aber auch schön visualisieren, schön umsetzen. Und dort gibt es also die ersten Gruppenprojekte, wo sich also die Studierenden zusammenfinden und solche algorithmischen Probleme visualisieren oder in irgendeiner schönen Form präsentieren. Und damit lernt man zwei Sachen. Einerseits die Mathematik und die Informatik dahinter und andererseits natürlich, wie wir es vorhin schon gehört haben, man fängt an, erste Sachen auch mal in Programmiersprachen oder in visuellen Styles entsprechend so umzusetzen, wie man das möchte. Später geht es dann natürlich weiter. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, unsere Studierenden entscheiden sich bewusst hier dafür. Das heißt, wir arbeiten sehr industrienah und wir spannen die Industrie auch zeitnah sehr, sehr stark ein. Das heißt, wir hatten vorhin schon gehört, das Lernfeld Wissenschaft, Wirtschaft als großes Komplexmodul soll die Studis eigentlich dazu befähigen, dass sie relativ zeitnah in einem Team agieren können und Projekte aus unterschiedlichen Anwendungsdomänen umsetzen können. Das heißt, hier bilden sich dann über mehrere Semester Gruppen von 5 bis 7, 8 Studierende und bearbeiten dann tatsächlich reale Probleme aus der Industrie. Also wir haben dann eine ganze Menge an Kooperationspartnern überregional dabei und mit denen werden tatsächlich reale Probleme aus den Firmen hier angepackt. Die Studis lernen, arbeiten sich dort ein, fangen an zu programmieren, lernen auch das Kommunizieren im Business- oder im Industriekontext und nehmen eine ganze Sache mit. Und dann später kommen wir in den Master rein, also für diejenigen, die weitermachen. Und dann toben wir uns natürlich, ich sag mal, weiter aus. Ja, also wir haben große Labore, wo wir gerade im Kontext der Medieninformatik eine ganze Menge machen können. Ein großes Labor mit Simulatoren im Bereich Automotive und Aviation Simulation. Und da können natürlich dann die Studis kommen, können ihre eigenen Daten generieren, können Daten analysieren, können das ganze Thema Data Mining, Data Analytics lernen und können sich natürlich in unterschiedlichen Bereichen auch ausprägen. Ah, sehr cool zu hören. Neben der Medieninformatik und interaktives Entertainment gibt es noch den weiteren Studiengang, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, die Softwareentwicklung. Was unterscheidet diesen Studiengang dann nochmal von der Medieninformatik? Ja, also wir haben es ja gerade gesagt, Medieninformatik ist eine Unterkategorie von der Informatik. Die ist natürlich deutlich kreativer ausgelegt. Wir beschäftigen uns mit multimedialen Technologien im Allgemeinen. Alles, was sich bewegt, was bunt ist, was Farbe hat. Ne? Verschiedene Plattformen, die wir auch bedienen. Die Softwareentwicklung ist tatsächlich deutlich informatiklastiger. Das heißt, es geht klassischer in den Bereich der Konzepteinformatik, Betriebssysteme, Rechnerarchitekturen, all das, Webprogrammierung, was man natürlich in der Medieninformatik auch braucht, aber natürlich aufgrund des anderen Fokus eher nur in der Oberfläche behandelt, dass man die Basics hat. Dann wird man sich je nach Projekt vertiefen. In der Softwareentwicklung kommen die Gebiete deutlich stärker. Wir haben auch die theoretische Informatik dabei, das schreckt einige auch tatsächlich ab. Theoretische Informatik heißt nicht umsonst so, ja. Das ist sehr, sehr viel Mathe, ist auch nicht unbedingt schön. Aber es ist teilweise bei vielen Projekten, gerade in der Softwareentwicklung für große, komplexe Systeme, ist es wirklich wichtig, dass man hier auch die Grundkonzepte versteht. Und da ist natürlich, sind diese Basics sehr, sehr wichtig. Müssen wir natürlich dort mehr dran nehmen als in der Medieninformatik. Okay, uns fragen die Studieninteressierten sehr oft, wie sind dann konkrete Praxisanteile im Studium? Wenn Sie gerade schon gesagt haben, die theoretische Informatik, gibt es dann da trotzdem auch diese konkreten Beispiele in der Praxis mit konkreten, echten Firmen und Partnern? Ja, also die gibt es immer. Also Theorie ist halt leider nochmal die Basis, um weiterarbeiten zu können. Die Praxis steht immer im Vordergrund, das heißt projektbegleitend. Wir haben Industriepraktika, wir haben verschiedene Kooperationen. Sehr viele Studis fangen auch schon an, Werkstudententätigkeiten bei den Firmen, die sie kennenlernen, anzufangen, machen später ihre Abschlussarbeiten dort. Führt auch dazu, dass ein Großteil der Studierenden schon vor Abgabe ihrer Bachelorarbeit einen Arbeitsvertrag haben. Das ist sicherlich keine Spezialität von Mitweida, aber allgemein in der Domäne der Informatik, jeder, der das gut oder sehr gut auf die Reihe kriegt, braucht sich später über einen Job überhaupt keine Gedanken zu machen.
Okay, das sind schon mal gute Nachrichten für die beruflichen Qualifikationen und Perspektiven. Das werden wir nämlich auch sehr häufig gefragt. Ich frage gleich mal Annika, gibt es denn Fragen aus dem Stream? Ja, da gibt es tatsächlich welche. Ich würde die erste mal an Sie stellen, Professor Fode. Ja. Und zwar kam die Frage, welche Programmiersprachen lernt man denn? Ich würde jetzt mal sagen, sowohl bei Medieninformatik als auch bei der Softwareentwicklung. Die allgemeine Antwort von dem Professor lautet, wir lernen keine Programmiersprachen, sondern wir lernen nur, wie man programmiert. Ja, also sprich, tatsächlich sollen eher die Konzepte der Programmierung vermittelt werden, sodass es einem Studierenden später eigentlich relativ leicht fällt, von einer Programmiersprache auf die andere zu wechseln. Ne? Egal, ob jetzt im Webkontext oder klassischer Natur. Bei uns im Studium arbeiten wir aber vorrangig mit Java. Also Java ist sicherlich nicht der neueste Trend in der Programmierung, aber es ist immer noch der quasi Standard in der Programmierung und vor allen Dingen, man kann da damit sehr viele Grundlagen schön einfach erklären und kriegt erstmal einen Einstieg. Später, je nachdem, kommt dann nach Ausprägungen C-Sharp, C++ zum Einsatz in den Skriptsprachen. Python ist natürlich immer gut. Python ist sehr einfach, man kann sehr, sehr viele schöne Sachen mit sehr, sehr wenig Aufwand machen. Aber wie gesagt, da gibt es überall so ein bisschen Ausprägungen. Aber das sind, denke ich, so die wesentlichen. Okay, dann gibt es noch eine zweite Frage. Ist das Modding von Videospielen Teil des Lehrplans? Ja, also wir haben Game Design und viele andere Bereiche damit drin. Also ich denke, wir hatten es auch gerade von der Studentin hier gehört. Man lernt alles rund um das Thema Spielen. Das heißt, sowohl von den Charakteren, die ganzen künstlerischen Bereiche, bis hin zu der Game Engine, die Physikelemente, all das ist hier mit dabei. Aber muss trotzdem dazu sagen, um Spiele zu entwickeln auf einem guten Niveau, der Student vorhin hat es gesagt, brauchen wir einfach sehr, sehr viele Grundkenntnisse. Und wie sich dann der Student später ausprägt, was sein Fokus wird, ne? Gerade im Thema grafische, kreative Bereiche oder eher in der Game Physics Engine, da kann er sich immer noch austoben. Aber ansonsten grundlegend machen wir das mit, ja. Okay, perfekt. Dann noch eine Frage vielleicht an Sie beide, vielleicht auch Marie aus deiner Sicht. Muss man denn gut zeichnen können für die Medieninformatik? Wie hast du das so kennengelernt? Hat es Vorteile gebracht? Wie sieht es da aus? Also ich habe vorher nicht gezeichnet, nur so ein paar Kleinigkeiten. Man sollte auf jeden Fall bereit sein, relativ schnell Sachen auch selbst sich beizubringen. Es ist nicht so, dass wir ein Modul haben, wo wir explizit zeichnen lernen, also digitales Zeichnen in dem Fall. Das heißt, wenn man so einfach bereit ist zu lernen, Jesko hat es angesprochen, ich finde auch, der Mann von der Forensik hat es angesprochen, das Studium ist immer das, was man daraus macht. Und das Zeichnen allein reicht nicht aus und ist auch in dem Fall gar nicht so wichtig für den Prozess, der dann noch für die Spieleentwicklung in dem Fall wichtig ist. Man sollte offen sein. Hauptsächlich, was ich hier designtechnisch gelernt habe, war eher Modeling und Texturing, Animation und Rigging. Wir hatten visuelle Kommunikation, wo wir uns mit der Gestaltung eines Style Guides auseinandergesetzt haben. Und genau, also bringt Talente mit, aber habt auch keine Angst, irgendwie was Neues zu lernen. Sehr cool. Ja, das ist auch auf jeden Fall der Spruch, der hier immer fällt. Mit weiter ist das, was du draus machst und das Studium natürlich. Jetzt wurde noch eine Frage gestellt, wo kann man denn Wumsen Village spielen? Das ist vielleicht jetzt eher eine Frage an Jesko, der jetzt schon hinter der Bühne ist. Aber vielleicht auch an euch, wenn jetzt die Leute das programmieren, die Spiele jetzt machen. Du hast ja vorhin gesagt, wo dann die Spiele erscheinen, was ihr jetzt vorstellt bei der Beta. Kann man denn die anderen Spiele dann auch irgendwo dann hochladen, dass dann andere darauf zugreifen können und man die spielen kann, die ihr so während des Studiums macht? Ja, auf jeden Fall. Also die Hochschule mit weiter hat einen Hochschulaccount auf itch.io und da werden eigentlich alle Projekte der Beta hochgeladen. Des Weiteren haben wir auch noch außerhalb des Studiengangs, aber von Studis organisiert, die Alpha. Die bieten auch regelmäßig Game Jams an und die kann man dann nachträglich auch noch auf itch.io spielen. Itch.io ist frei zugänglich, da kann eigentlich jeder darauf veröffentlichen und wie gesagt, die Beta-Spiele gibt es dann auch auf Steam. Sehr cool. Gibt es denn noch Fragen hier im Publikum? Irgendeine Frage zu irgendeinem Spiel, das entwickelt wurde? Nee, dann gibt es keine weiteren Fragen aus dem Chat. Frage: Hast du denn vielleicht irgendwelche Tipps als Studierende direkt an die Studieninteressierten, was sie mitbringen sollten, was das Studium hier so ausmacht? Ich würde sagen, sie sollten Kreativität mitbringen, Spaß und Bereitschaft zu lernen. Sie sollten aber auch Stresstoleranz mitbringen manchmal, gerade bei den Projektarbeiten. Und ansonsten kann man also ich habe vorher zum Beispiel auch null programmiert und bin gerade bei der Beta im Tech-Team als Technical Director. Also ich leite das Team und deswegen, ja, man kann in der Zeit sehr viel aus sich machen.
Ich bin jetzt in der Spielewelt mehr so eher bei Mensch ärgere dich nicht oder UNO angesiedelt und gar nicht so bei diesen Online-Gaming-Spielen. Muss man da welche Vorkenntnisse mitbringen? Ich würde sagen, man sollte spielen. Und im ersten Semester machen wir auch ein Brettspiel. Also da machen wir sozusagen die Grundlagen der Spieleentwicklung analog. Einfach Spielbereitschaft haben. Man lernt das alles hier. Und ansonsten muss man jetzt nicht die neuesten Spiele gespielt haben oder super viel Ahnung von der Spielhistorie haben. Das hat nicht so Relevanz. Einfach spielbereit sein. Noch eine Frage an Sie. Muss ich zu Hause als Studierende eine bestimmte technische Ausstattung haben, wenn ich den Studiengang bestehen muss, um einfach irgendwelche Projekte zu machen? Oder gibt es da die Möglichkeit noch hier in der Hochschule? Also grundlegend soll ein Studium so ausgelegt sein, dass jeder da Zugang hat und das auch bestehen kann. Ich würde auch mal sagen, irgendeine Art technische Plattform, ein Laptop, ein Computer, das muss nicht der neueste sein, das ist bei weitem nicht notwendig. Alles, was wir hier machen, geht auf kleinster Hardware, zumindest zu Hause erstmal zu starten. Das heißt, es sollte schon da sein. Ansonsten, wenn es irgendwo Probleme gibt, auch in den Projekten, bieten wir im Studiengang immer die Möglichkeit, dass sich auch Technik ausgeliehen wird für die Projekte. Gerade wenn wir beispielsweise Mobile Development machen, also sprich irgendwas mit mobilen Plattformen, Android oder iOS, haben wir Geräte da. Und für die ganzen Entwicklungsarbeiten genauso. Also wenn irgendjemand nicht weiterkommt bei der Spieleprogrammierung, weil seine Kiste halt gerade zu Hause explodiert ist, dann haben wir immer noch Notfalltechnik, mit der wir die Projekte noch am Laufen halten können. Okay, perfekt. Also brauche ich... Oh, entschuldige. Was man auch noch dazu sagen könnte, die Beta findet auch vor Ort statt. Wir haben hier im Haus einen großen PC-Pool. Das heißt, wir arbeiten sowieso Seite an Seite an den PCs oben. Das ist also auch eine Möglichkeit, gerade während der Beta-Zeit. Wie viel Zeit geht da so von der Freizeit verloren, wenn man in solchen Teams mit dabei ist? Also es ist abhängig davon, in welcher Funktion man unterwegs ist. Da ich Tech-Head bin, geht schon sehr viel Freizeit flöten. Ich fülle die aber auch gerne damit, weil ich das später auch beruflich machen möchte. Es ist schon sehr ein anspruchsvolles Studium, das sollte man nicht unterschätzen. Die ersten zwei Semester sind auf jeden Fall okay vom Aufwand, aber dann später wird es schon zeitintensiv, auch in Wissenschaft und Wirtschaft. Mhm. Aber solche Projekte sind ja immer gerade cool, um einfach das nochmal anwenden zu können, was man da so theoretisch im Studium gelernt hat. Und genau diese Projekte spielen auch eine ganz, ganz große Rolle bei unserer nächsten Fakultät. Ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen, Professor Frodel, Marie-Louise. Vielen Dank, dass Sie alle Fragen beantwortet haben und möchte gleich rüberschwenken zur nächsten Fakultät. Denn wir steigen jetzt in die Fakultät Medien ein. Doch bevor wir das machen, hören wir jetzt einmal mal so ein bisschen Musik. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, ein bisschen die Ohren spitzen und lauschen, denn heute Abend haben wir klassische Unterstützung vom Christoph und vom Carsten. Die beiden begleiten uns heute musikalisch. Ich sage Musik ab und viel Spaß mit der Band. Thank you.
Ich habe es vorhin schon versprochen, dass wir einmal heute einen Blick hinter die Kameras werfen. Denn nicht nur die Kameras müssen hier optimal funktionieren. Hier stehen auch ganz viele Studierenden, die sich darum kümmern, dass der Ton perfekt funktioniert und auch, dass das Licht so funktioniert, dass wir hier so schön beschienen werden. Und dafür habe ich mir meine nächsten Gäste eingeladen. Und zwar begrüße ich einmal bei mir auf der Bühne Professor Amrain und Professorin Kusche sowie Annalena. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Professor Amrain, ich möchte einmal mit Ihnen anfangen. Sie sind Professor für uns bei der Medienfakultät für die Medienstudiengänge Medienmanagement und Medientechnik. Was macht denn das Medienstudieren bei uns hier mit Weida so besonders? Also Medienstudieren in Mittweida heißt vor allen Dingen erstmal, dass es sehr praxisnah ist und dass wir Projekte haben, wo wir die Theorie, die in den Grundstudiumfächern gelehrt wird, in den höheren Semestern auch anwenden. Es ist ein aktives Medienproduzieren. Dafür haben wir verschiedene Plattformen, Medienplattformen, die wir betreiben. Wir haben einen Radiosender. Wir machen sehr viel im Bewegtbild, wie man hier auch jetzt gerade im Studio sehen kann. Wir entwickeln Formate im Factual Entertainment. Wir sind aber auch bei Verticals aktiv. Das heißt, alles, was Bewegtbild auf Social-Media-Plattformen ist. Und dort gibt es also viele Spielfelder, wo wir das, was in den Grundlagenfächern gelehrt wird, dann anwenden kann und daraus aber auch Neues entwickeln kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere, dass auch eine aktive Formatentwicklung stattfindet und wir neuen Content auch schaffen und diesen ausprobieren. Das Stichwort ist hier, wir machen Medien quasi, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ich habe gerade schon die beiden Studiengänge Medienmanagement und Medientechnik angesprochen. Was unterscheidet denn die beiden Studiengänge? Ich würde gerne damit anfangen erstmal, was haben sie gemeinsam? Die beiden Studiengänge sind gemeinsam dabei bei der Entwicklung und bei der Produktion der Medien. Weil Medien herzustellen ist meistens immer Teamarbeit. Das heißt, es gibt ganz selten Fälle, wo, das fängt beim Podcast an, der Podcast-Host, der zwar am Mikrofon sitzt und sich unterhält, hat meist ein Team hinter sich, wo Inhalte entwickelt werden, Recherchen passieren und dann ist das Podcast-Moderieren ist dann eigentlich ja nur das Endprodukt, bis es zur Distribution kommt. Auch da sind wieder Spezialisten dabei, die schauen, wie wird dieser Podcast zum Beispiel sichtbar? Auf welchen Plattformen ist man? Wie kann mit Social Media, mit Seeding, mit Marketing dafür gesorgt werden, dass dieser Content, der erstellt wurde, auch beim Kunden, beim User landet? Und aus diesen verschiedenen Bereichen definieren sich verschiedene Berufsfelder oder auch Arbeitsfelder und diese verschiedenen Felder werden durch die Studiengänge oder durch die verschiedenen Schwerpunkte in den Studiengängen abgebildet. Und bei so einer Fernsehproduktion, wie man es auch hier sehen kann, da arbeitet ja nicht nur ein Content Creator für sich alleine, das passiert draußen bei VJ-Reportagen, da ist meistens einer unterwegs, aber auch der ist im Team dann mit einem Tonmann oder mit einem VJ unterwegs. Hier im Studio ist es relativ komplex, das heißt, das Studio, was wir hier auch sehen, muss man sich vorstellen, wie so ein Segelschulschiff. Da ist zwar, also es gibt Einhandsegler, die fahren auch um die Welt, aber das sind kleine mobile Boote. Was wir hier haben, das ist schon ein etwas größeres Segelschulschiff. Da braucht es einfach viele Bootsleute, um sowas auch auf Geschwindigkeit zu bekommen, dass es auch ein bisschen Spaß macht. Und so ist es auch hier bei uns, dass an den verschiedenen Gewerken, bei der Tontechnik, Bildtechnik, es müssen Lichtkonzepte entworfen werden, es muss ein Kameraplan entworfen werden, Regiepläne. Also es gibt ganz viele Gewerke, die dort zusammenkommen müssen. Dahinter steht immer erstmal die Frage, was wollen wir erzählen, was passiert auf der Bühne. Das heißt, Content wird entwickelt, danach wird es besprochen mit den anderen Gewerken, dann werden entweder auch Grafiken noch entwickelt, es werden Pläne gebaut, es werden Ressourcen auch definiert und dann gehen wir an eine Phase über, wo wir zum Beispiel jetzt hier ins Studio gehen und miteinander proben. Und eigentlich ist das so, dass viele dann in ihrem Gewerk arbeiten, aber wenn Probleme aufkommen, dann geht es darum, diese Probleme gemeinsam zu lösen. Das heißt, es ist eher ein Kommunikationsprojekt, auch wo man sagen muss, okay, wo hängen wir jetzt gerade fest, wo wollen wir hin und wie können wir die verschiedenen Gewerke so kommunikativ uns abstimmen, dass die Arbeit gut verteilt wird, dass man bis zu einem Zeitpunkt dann zum Ergebnis kommt. Sie haben jetzt schon so viele verschiedene Bereiche angesprochen. Das liegt vor allem daran, dass beide Studiengänge eben auch die vielen Vertiefungen haben. Bei Medienmanagement ist das einmal die Production, wir haben Journalismus, wir haben Marketing und wir haben Business. Und bei Medientechnik ist das die Live-Production und die Virtual-Production. Können Sie dazu noch bitte ein, zwei Worte verlieren, was ich mich am ehesten entscheiden sollte, wenn ich irgendwo interessiert bin?
Es kommt darauf an, auf was Sie dann interessiert sind, aber es gibt eben bei uns erstmal ein gemeinsames Grundstudium. Mhm. Und dieses Grundstudium, diese ersten 6 Module im ersten Semester, sind zwischen Medientechnik und Medienmanagement gar nicht so unterschiedlich. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, weil wir erstmal gemeinsam die Grundlagen legen, in welchem Markt bewegen wir uns zum Beispiel, die Medienmärkte. Was sind die Geschäftsmodelle? Welcher Content wird hergestellt, für welche Nutzer und wie finanziert sich das? Es gibt Grundlagen Design, es gibt Grundlagen Medientechnologien. Das heißt, alle Studierenden erlernen erstmal gemeinsam eine Sprache, eine gemeinsame Sprache, auf die sie dann später wieder zurückgreifen können. Und am Anfang ist es so, dass wir diese Grundmodule für Medientechnik und Medienmanagement gemeinsam über 2 Semester ziemlich analog zueinander betreiben. Bei den Medientechnikern ist Musik zum Beispiel noch als Modul im ersten Semester drin, weil es ganz wichtig ist, dass diesen Content, den wir entwickeln, dass das auch in der Dramaturgie und der Narration dann auch zum Beispiel auf Musik passt. Später hinten raus wird es dann sehr viel konkreter. Das heißt, bei der Live-Production, wie es der Name schon sagt, da geht es darum, alle Technologien, die zum Beispiel für die Produktion einer solchen Live-Sendung notwendig sind, dass wir die erlernen und auch anwenden dann. Bei der Virtual-Production ist es so, dass wir ein neues Feld hier gelegt haben. Virtual-Production, das ist vielleicht nochmal ganz runtergebrochen, das, was man früher mit Greenscreen gemacht hat. Heute ist man in so Caves, also große LED-Studios, womit meistens auch mit cinematografischer Kamera, im Mandalorian wäre so ein Beispiel, wo dann quasi Szenen wiederholbar aber auch sind. Zum Beispiel, wir filmen eine Szene im Sonnenuntergang, ich habe einen realen Bühnenbau, im Hintergrund auf der LED-Wand werden meine digitalen Assets dann gezeigt und ich kann diesen Sonnenuntergang 100-mal wiederholen, weil der Sonnenuntergang läuft mir nicht weg. Ich habe den Sonnenuntergang als digitales Asset, die Schauspieler spielen vorne in einem realen Setting. Im Vergleich zu Greenbox ist es zum Beispiel so, dass viele Schauspieler sich immer vorstellen mussten, was passiert hinter ihnen in der Greenbox. Jetzt bei LED-Wänden ist es so, das heißt, das Szenenbild ist real zu erleben für die Schauspieler und sie können auch darauf besser reagieren. Und die Technologie dafür, das wird im Moment so unter dem Bereich Virtual Production beschrieben und das ist eigentlich was ganz klassisch Wunderbares für Mitweider, weil es hier die beiden Formen der Kreation des Inhaltes und der Technologie trifft. Das heißt, wir können dort genau schauen, mit welcher Technologie lässt sich wie etwas herstellen, sodass es dann in die Produktion überführt werden kann. Das beginnt zum Beispiel auch beim Licht. Wir haben ein Modul Lichtdesign. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Beleuchtungseinrichtung, aber auch mit einer LED-Wand kann ich auch leuchten. Oder ich kann Inhalte, die auf einer LED-Wand gezeigt werden, digital erfassen. Zum Beispiel ein Polizeiauto fährt durchs Bild. Und kann digital erfassen, hier habe ich Blaulicht, ich analysiere das und leuchte von vorne mit anderen Scheinwerfern, erweitere dieses Licht von vorne zum Beispiel auf die Schauspieler. Das sind alles Technologien, die müssen erstmal erkannt werden, analysiert werden, gelehrt werden und finden dann in einem Studio Anwendung. Und da sind wir gerade dabei, uns auch ein eigenes Virtual Production Studio aufzubauen, was hoffentlich in wenigen Wochen schon spielen wird, wo wir dann auch unsere Medientechniker, die wir jetzt aktuell im 2. Studienjahr schon eingeschrieben haben, dann auch mit ins Studio nehmen können und dort dann die ersten Übungen und die ersten Modelle fahren können. Klingt super interessant und da werden sich viele Studieninteressierte auf jeden Fall freuen, dass Sie dann einer der Ersten sind, die das ausprobieren können. Ich möchte noch auf einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Studiengängen Medienmanagement und Medientechnik zu sprechen kommen, und zwar, dass Medienmanagement ein zulassungsbeschränkter Studiengang ist. Doch, keine Sorge, das ist bei uns an der Hochschule Mittweida nicht wie ein klassisches NC-Verfahren, sondern es gibt ein Auswahlverfahren. Das heißt, ihr braucht nicht die beste Abi-Note, um zugelassen zu werden, sondern ihr kommt auch über andere Wege, zum Beispiel über Vorerfahrungen wie ein Praktika hier in den Studiengang rein. Professor Amrhein, können Sie uns noch ein paar Praxiselemente und Vorerfahrungen mit auf den Weg geben oder vor allem den Studieninteressierten mit auf den Weg geben, was Sie für Ihre Bewerbung bräuchten? Also wichtig wäre erstmal, dass man offen in dieses Verfahren hineingeht. Viele Studierende wissen noch nicht genau, was sie werden wollen und das ist auch gar nicht schlimm, weil es gibt sehr viele Impulse während des Studiums, dass man erstmal weiß, was man machen will. Es ist wahrscheinlich mal ganz hilfreich zu sagen, ich probiere mich erstmal vorher aus. Viele Schulen haben vielleicht auch kleine Radiostationen. Man kann heute selbst bei TikTok, bei YouTube ersten Content produzieren. Viele tun das auch schon, bevor sie hier bei uns anfangen. Wir haben einen Bahn-YouTuber bei uns im Moment im 5. Studienjahr. Der macht unheimlich verrückte, tolle Sachen. Und
Das hat er als VJ gemacht, er ist auch nach wie vor noch unterwegs weltweit und berichtet von Bahnhöfen dieser Welt. Und hier im Studio hat er dann aber einen neuen Bereich mit dazu bekommen. Das heißt, hier im Studio hat er dann erlernt, mit Multikamerasystemen zu arbeiten, Sets zu entwickeln oder wie zum Beispiel in der nächsten Woche eine eigene Late Night zu produzieren und diese auch zu entwickeln und dann auch live auszustrahlen. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass man seine Hobbys oder seine Passion schon hat, damit hierher kommt und dann versucht, möglichst viel in so einem Studium auch auszuprobieren. Möglichst viele Sachen mal anzufangen, mal zu schauen, ist das was für mich? Weil diesen ganz klaren Berufsweg wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr genau geben. Es werden im Moment sehr viele Talente gesucht. Es gab eine große Nachfrage aus dem Markt, die natürlich schauen wollen, okay, was passiert an den Hochschulen? Wo können wir uns die Leute schon herauspicken? Auch da haben wir ein paar Antworten hier an der Hochschule, weil wir auch unser Medienforum zum Beispiel darauf auch ausgerichtet haben, indem wir die Medienwirtschaft und auch die Studierenden zusammenbringen und dort verschiedene Formate haben, wo auch erste Kontakte dort getroffen werden können und wo wir aktiv auch dabei sind, diese Vermittlung zwischen den Talenten und den Firmen auch herzustellen. Vielen Dank. Annalena, du studierst mittlerweile Medienmanagement im dritten Semester schon. Hast du für die Studieninteressierte ein paar Tipps für ihre Bewerbung oder für ihren Einstieg ins Studium? Ja, also man kann ja auf jeden Fall offen ins Studium reinstarten. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Es ist dem keine Grenzen gesetzt, sich hier auszuprobieren, bevor eben das reale Berufsleben beginnt. Und wenn man eben weiß, okay, ich möchte in der Medienbranche ankommen, dann kann man sich hier eben perfekt ausprobieren, eben weil Technik und Co. keiner Grenzen gesetzt sind. Und man soll sich einfach trauen, sich hier durchzusetzen. Man hat es ja selbst in der Hand, wie weit man sich hier integrieren möchte. Und von daher sind hier in Mittweida auf jeden Fall jedem alle Möglichkeiten offen. Das klingt sehr toll. Vielen Dank. Wir haben hier aber noch einen anderen Studiengang am Tresen vertreten, und zwar den Studiengang Global Communication and Business in Kalta. Professorin Kusche, was steckt hinter diesem faszinierenden Namen des Studiengangs? Ja, das ist ein Studiengang, der ist noch recht neu. Also das jüngste Kind eigentlich der Fakultät Medien, den gibt es erst seit 2019. Und er ist der Idee geschuldet, dass unsere Welt natürlich immer globaler und internationaler wird. Also es ist ein sehr international ausgerichteter Studiengang. Es ist der einzige an der Hochschule Mittweida, der ein Auslandssemester verpflichtend integriert hat. Das heißt, alle Studierenden gehen im vierten Semester ins Ausland. Und es ist ein sehr interdisziplinär ausgerichteter Studiengang. Das heißt, hier werden Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften kombiniert mit Kultur und Politik, mit auch Sprachen. Alle Studierenden verlassen den Studiengang mit fließenden Englischkenntnissen und lernen mindestens eine zweite Fremdsprache und natürlich Medien. Wir sind hier an der Fakultät Medien, das heißt, ein großer Schwerpunkt ist auch auf medienwissenschaftlichen, medienpraktischen Fächern ausgerichtet, die wir dann kombinieren mit verschiedenen Erfahrungen, Projekten, die wir im Studiengang integriert haben. Wir werden ganz, ganz oft gefragt, wie die Englischkenntnisse denn sein müssen, wenn man den Studiengang aufnimmt. Muss ich zum Beispiel den Englischleistungskurs vorher gewählt haben? Nein, das muss man nicht. Also jetzt kann jeder mit seinen Englischkenntnissen hier bei uns anfangen und kann auch erfolgreich sein. Es ist schon so, dass Lehrveranstaltungen im Laufe des Studiums auf Englisch sind, aber nicht von Anfang an. Und es ist auch so, dass jeder mitkommen kann. Und spätestens, wenn die Studierenden ins Ausland gehen und wiederkommen oder auch in ihr international ausgerichtetes Praktikum gehen und wiederkommen, ist die Frage beantwortet. Also jeder kann anfangen mit seinen Englischkenntnissen, die er hat, und wird dann in seinem Tempo die auch verbessern können. Alina, du studierst diesen Studiengang. Welche Vorerfahrungen hattest du denn, bevor du den Studiengang aufgenommen hast? Und findest du dich gut zurecht währenddessen? Ich hatte gar nicht so viele Vorerfahrungen, muss ich sagen. Ich kam nach dem Abitur, wie viele von uns, durch Corona war irgendwie erstmal nichts, was man sich so vorgenommen hat. Ich bin aber dann trotzdem 5 Wochen nach Malta gegangen für eine Sprachreise in Englisch. Also da habe ich mich sogar jetzt vorbereitet. Aber ich muss auch sagen, also ich kann da nur zustimmen, ohne wäre es auch gegangen. Also ich hatte keinen Englisch-LK oder irgendwas, und man kommt da auf jeden Fall rein. Und ja, sonst, man muss einfach nur wirklich offen sein und interessiert sein an kulturellen Unterschieden und wie Menschen auf der Welt leben. Wenn einem das interessiert, dann ist es genau das Richtige.
Okay, Professorin Kusche, gibt es auch in diesem Studiengang bestimmte Schwerpunkte, worauf sich die Studierenden spezialisieren können, wo sie dann eben dem späteren Leben hingehen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist einerseits, dass die Studierenden sich auf einen bestimmten Kulturraum spezialisieren. Also wir fragen sie schon spätestens im zweiten Semester, welcher Kulturraum interessiert dich denn? Wo willst du später im Auslandssemester hingehen? Und da gibt es Kulturräume wie spanischsprachiger Kulturraum oder Skandinavien oder aber auch Süd- oder Nordamerika oder auch ganz hoch im Kurs ist aktuell Asien bei den Studierenden. Und in dem dritten Semester bereiten wir die Studierenden auf ihr Auslandssemester vor. Das heißt, sie lernen einerseits die zweite Fremdsprache idealerweise für das Land, wo sie hingehen wollen im Ausland. Und andererseits gibt es sogenannte Zielkulturseminare, Module, wo man sich mit Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien in dem Land, in dem Kulturraum, wo man hingehen will, schon vertiefter auseinandersetzt. Das heißt, dass man in gewisser Weise vorbereitet ist, wenn man ins Ausland geht. Und viele Studierende versuchen auch gleich, ihr internationales Pflichtpraktikum anzuschließen. Das heißt, wenn ich mich jetzt für Spanien beispielsweise entschieden habe, an eine Partnerhochschule in Spanien gehe, kann ich gleichzeitig schauen, gibt es ein Unternehmen in Spanien, wo ich mein Praktikum, mein Pflichtpraktikum für 12 Wochen absolvieren kann, sodass das wirklich ein internationales Semester ist. Und wenn sie dann wieder da sind, arbeiten wir ganz intensiv im fünften Semester mit den Auslandserfahrungen. Einerseits versuchen wir, die Auslandserfahrungen, die sie alle machen, aufzugreifen. Es gibt die Website Foreign Worlds von der Hochschule Mittweida, wo die Studierenden Blogbeiträge erstellen. Es ist ganz interessant, mal da reinzuklicken, weil man einen guten Eindruck bekommt, mit was werden die eigentlich konfrontiert, was machen sie durch, welche wertvollen Erfahrungen nehmen sie mit. Und andererseits müssen sich die Studierenden auch mit einem Thema konkreter beschäftigen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr das Thema Stereotype. Dieses ist der Jahrgang von Alina, beschäftigt sich mit Menschenrechten und produzieren da kleine Erklärfilme. Das heißt, sie wenden die Fähigkeiten, die sie in den ersten 3 Semestern in den Medienmodulen gelernt haben, auch an und erstellen kleine Produkte, die sie dann später, wenn sie sich bewerben, auch vorzeigen können im Job. Wo kann ich mich denn als Absolventin von Global Communication and Business and Culture später dann bewerben? Wo gehen die Absolventen hin? So viele gibt es noch nicht, weil der Studiengang so jung ist. Aber was man sagen kann, wo die Reise hingeht, ist schon, dass der Mehrwert insbesondere ist das Auslandssemester und die Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich. Wir haben jetzt Absolventinnen, die zum Beispiel im Sales-Bereich arbeiten und im südkoreanischen Raum eingesetzt werden, weil sie genau dort waren und die Sprache sprechen. Aber auch im Marketingbereich, wenn es insbesondere um internationale Contents geht, aber auch im HR. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland. Die müssen vorbereitet werden oder auch im Ausland betreut werden. Oder aber auch insbesondere, wenn es Konflikte gibt. Wie löst man die interkulturellen Konflikte? Das sind so Einsatzbereiche. Aber der Königsweg ist bestimmt auch, wenn man noch ein Masterstudium macht, gerne an der Hochschule mit weiter und dann in den Beruf startet. Okay, vielen Dank bis hierhin erstmal an Sie vier. Ich komme später nochmal auf euch alle zu sprechen. Aber jetzt habe ich erstmal noch angekündigt, dass wir alle heute mal einen Blick hinter die Kameras werfen dürfen. Und dafür hat sich Annika schon einmal zu einer dieser Kameras begeben und spricht einmal mit so einem Kameramenschen. Ihr könnt also einmal komplett nach dahinter schauen, wo ich gerade hineinspreche. Ganz genau. Ich stehe jetzt hier und damit ihr zu Hause so ein scharfes Bild habt und alles perfekt verfolgen könnt, was auf der Bühne passiert, stehen unsere Medienmanagement-Studierenden gerade hinter der Kamera. Ich stehe gerade hier neben Lukas Neumann. Sag mal, was machst du gerade hier? Was hast du in dieser Riesenkamera von Bild vor dir und was ist deine Aufgabe während der Sendung? Ja, also ich fokussiere aktuell immer noch Julia, obwohl okay. Sie gerade nicht zu sehen ist und bin die Kamera 4 von 4 Kameras, die hier unten quasi hin und her fahren und sorge hier quasi für das Bild, für die Moderation. Okay, alles klar. Du schaust also einfach hier oben in den kleinen Display genau. rein und dann ziehst du deine Schärfe und kannst dann immer rumfahren hier im Studio. Richtig, ich habe hier mein Display, ich kann hier ran und rauszoomen. Ich kann hier den Fokus verstellen, kann theoretisch auch mit der Regie reden und höre die Regie auch die ganze Zeit und okay. gucke hier parallel auf meinen Plan. Alles klar. Und Julia hat ja vorhin schon gesagt, es gibt 4 Vertiefungen hier bei uns im Medienmanagement-Studiengang. Welche hast du denn gewählt, damit du jetzt hier im Studio arbeiten kannst und was würde es dann noch für Positionen hier im Studio geben? Ja, ich habe die Vertiefung Media Production gewählt. Das bedeutet, ich darf mit meiner Produktion vor allem Drehs vorbereiten, aber auch selber fahren, wie wir das Ganze hier sehen. Und richtig.
Okay, sehr cool. Und die anderen Studis, die dann sozusagen hier noch rumlaufen, sind auch alles die Media Production Leute. Genau, hier haben wir nicht nur Kameras, wir haben auch Setups, wir haben Leute, die sich teilweise um die Lichtkonzeption kümmern, wir haben Leute, die natürlich im Vorhinein den ganzen Ablauf festlegen und das Ganze steuern, genau. Okay, und weißt du schon, wo es für dich später mal hingehen soll? Willst du gern auch mal an so einer Kamera später arbeiten und Kameramann werden? Ich meine, das hat schon was natürlich. Ich glaube, ja. Ich würde das etwas in kleinerem Format halten als vielleicht in der Studiokamera. Aber ich denke, mit Kameras wird es auf jeden Fall zu tun haben. Irgendwas im Bereich Video oder Medien. Okay, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Hier im Studio angesprochen, aber nicht nur hier im Studio arbeiten die Menschen, sondern auch in der Regie wird fleißig gearbeitet und dort sitzen unsere Medienstudierenden. Unter anderem sitzen da unsere Regisseure. Die Regisseure, ach, ich glaube, wir sehen sie gerade, die können ja mal kurz die Hand heben. Hallo, hallo. Und außerdem sitzen daneben noch Medientechnikstudierende, die machen zum Beispiel die Bildmischung, aber auch sitzt daneben ein Kameramann, der die ganzen Kameras, die hier noch so einzeln verteilt sind im Studio von dort aus genau steuert. Er hat auch gerade gewunken. Und auch in der letzten Reihe sitzen Studierende, und zwar vom Studiengang Audio und Acoustical Engineering, denn sie kümmern sich um den wunderschönen Ton, den ihr da draußen vorm Bildschirm hört. Aber auch hier im Studio ist der Ton besonders wichtig und dafür sind Menschen bei uns hier im Studio verantwortlich, die am FOH sitzen. Was das FOH ist, das wird euch gleich jetzt mal Annika erklären, denn die ist schon auf dem Weg zur nächsten Position. Ja, ganz genau. Ich bin jetzt mal hier oben zu diesem mysteriösen FOH, denn um den Ton kümmern sich bei uns die Studis von Audio und Acoustical Engineering. Und neben mir steht jetzt hier Professor Hösel, der Studiendekan dafür. Herzlich willkommen. Was verbirgt sich denn jetzt hier hinter diesem ganzen Pult und diesem mysteriösen FOH und was machen die Studios von Audio und Acoustical Engineering jetzt hier während der Sendung, damit die so funktionieren kann? Interessanterweise ist, wir haben hier Media and Acoustical Engineering und wir haben hier einen Medientechniker. Okay, also dann das so. Ist nicht die Audio und Acoustical Engineering. Also FOH bedeutet Front of the House. Das ist praktisch da, wo die PA gesteuert wird. Das ist dann die nächste Abkürzung, das Public Address System, das spricht die Lautsprecher, die hier rumhängen. Und das heißt, also jetzt haben die beiden sozusagen das Problem, dass ich vor den Lautsprechern stehe mit meinem Mikrofon, was immer ein bisschen rückkopplungsmäßig schwierig sein kann. Aber ich glaube, das macht das Pult sogar jetzt selber. Haben extra eine tricky Situation hier eingebaut jetzt. Genau. Welche Vertiefungsmöglichkeiten gibt es denn in dem Studiengang? Also man muss sagen, es ist ein Ingenieurstudiengang. Deswegen wurde er vorhin noch nicht explizit als Medienstudiengang genannt. Es ist so, wir haben dort die Richtung Akustik und die Richtung Audio. Dort, das heißt also, in diese zwei Richtungen geht es und beide Richtungen beinhalten im Prinzip die Möglichkeiten, sich in mehrere Richtungen zu entwickeln. Okay, und wie sieht da so die Praxiserfahrung aus während des Studiums hier in Mittweida in beiden Vertiefungen? Also was hat man da so für Praktika oder für Beispiele, so für Projekte während des Studiums? Na gut, es sind natürlich viele Dinge, die hier, beispielsweise wie das Campus-Festival und so weiter, die passieren. Wir orientieren uns in Richtung Audio und so ein bisschen auch auf externe Partner. Das heißt also, wir haben ganz gute Beziehungen zu den Theatern ringsherum. Wir haben gute Beziehungen zu den Veranstaltungstechnikern. Wir werden beispielsweise, denke ich, mit den Akustikern, nicht mit den Akustikern, sondern mit Audio, mit den Audioleuten, das House of the Hill-Festival machen, das hier vom Studentenclub veranstaltet wird. Und eben auch Veranstaltungen, die eben auch außerhalb der Hochschule sind. Und die Akustiker selber haben jede Menge Projekte, also beispielsweise im Moment jetzt gerade der Orchestergraben, der Theater Döbeln und Freiberg wird von denen optimiert und dort ist also viel zu tun für alle. Und Sie meinten ja gerade schon, dass es ein Ingenieurstudiengang ist und da gibt es ja natürlich auch viele kreative Module so in diese Musikproduktionsrichtung. Wie sieht es denn bei den Fächern aus? Muss man da schon irgendwelche Vorkenntnisse haben in der Musikrichtung? Ja, es ist kein Musikstudiengang. Ne? Also es ist so, die Akustiker, die haben zwar auch das Fach Musik, aber die betätigen sich fast gar nicht. Aber die Audioleute haben halt diese Produktionsrichtung, das heißt die Module Produktionstechnik 1 bis 3, wo sie also sich auch Musik produzieren können. Die einzige Voraussetzung, was ich mal sage, ist, man sollte Musik lieben, wenn man das macht. Okay. Also wenn man Musik nicht leiden kann, sollte man es lassen. Na, dann haben Sie das jetzt alle draußen gehört. Und vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja, unsere ganzen Medi-Studios, die arbeiten viel bei vielen Projekten zusammen. Sowohl die Medienmanager, die Medientechniker, als auch die Studis von Audio und Acoustical Engineering. So zum Beispiel bei unserem Campus-Festival. Das findet immer einmal im Jahr statt. Und da verwandelt sich unser gesamter Technikumplatz in ein großes Musikevent, wo ganz viele Bands und Künstler kommen und die ganzen Studierenden bei uns das organisieren, dass es ein toller Tag wird. Wie das letztes Jahr aussah, das seht ihr jetzt. Period. Scheiße. Warte. Einmal alle Hände hoch in 3, 2, 1.
Thank you for being the best, best friend I ever had. Thank you for being the best, best friend I ever had. Thank you for being the best, best friend I ever had. Weiter als eine große Party. Ja, und damit das 2024 wieder so reibungslos und super über die Bühne laufen kann, sitzen bereits seit Monaten einige Medienstudierenden daran, dass das alles funktioniert. Ich habe heute Annalena bei mir hier sitzen. Sie studiert Medienmanagement und ist nebenbei auch noch Producerin vom Campus Festival Mittweida 2024. Annalena, wie kann ich mir so eine Vorbereitung auf so ein Festival vorstellen? Naja, also erstmal mache ich das natürlich nicht alleine. Ich habe mein Team an meiner Seite, nämlich einmal, das sind 5 Leute, die bestehend aus dem Organisationspart, aus dem Finanzpart, aus Booking, Design und Kommunikation und Marketing. Und zusammen planen wir jetzt bis Anfang Januar, Februar planen wir erstmal das Festival und gemeinsam mit unseren Membern setzen wir das dann in die Tat um, nämlich das Main Event am 5. und 6.6.2024. Aber wir planen ja nicht nur das Main-Event allein, sondern auch noch unsere Side-Events. Die finden nämlich hier im TV-Studio wieder statt, nämlich die Music Clash. Und das ist eine Musik-Quiz-Show. Und ja, genau, also es geht halt natürlich darum, das Ganze zu organisieren. Wir müssen ja erstmal Künstler finden, die dann bei uns auf der Bühne stehen. Und das Ganze kann man natürlich nicht planen, bevor man überhaupt kein Geld hat. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass wir Sponsoren und Förderer für unser Projekt begeistern können. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch ordentlich vermarktet und verpackt werden. Und dafür gehen Kommunikation, Marketing und Design Hand in Hand. Ab welchem Semester kann ich denn mitmachen beim Campus Festival? Eigentlich kann man schon ab dem ersten Semester bei uns mit dabei sein, nämlich als Producer Assistant kannst du dich bewerben, so habe ich das letztes Jahr auch gemacht und dann kann man ein Jahr lang den Producer oder mir über die Schulter schauen und wer spezieller schon in einen Bereich schauen möchte, der kann im zweiten Semester dann als Bereichsleitungsassistenz in die 5 Bereiche hineinschauen und regulär kann man dann quasi ab dem dritten Semester dann so einen Bereich auch sogar übernehmen. Und ab dem 4. Semester als Member einfach mit dabei sein, wenn man vielleicht nicht so viel Verantwortung übernehmen möchte. Wenn man natürlich im 1. und 2. Semester schon dabei sein möchte, basiert das Ganze auf freiwilliger Basis. Da dürfte man auf jeden Fall nicht die regulären Lehrveranstaltungen vernachlässigen, weil Uni geht natürlich vor. Gut, dass dein Professor daneben sitzt, der hört das natürlich hoffentlich gerne. Kannst du denn schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wann wir die ersten großen Auftritte erfahren, die Acts, die kommen? Ja, tatsächlich ist es nicht mehr lange hin. Bereits Ende Januar, wenn die neue Ticketphase startet, announcen wir auch die ersten Künstler. Und apropos Tickets, aktuell gibt es noch ein paar Blindbird-Tickets in unserem Shop. Also seid schnell, wenn ihr noch jemandem eine Freude machen wollt, dann könnt ihr jetzt noch ein paar Tickets ergattern. Okay, wunderbar. Also ihr habt es gehört, greift alle fleißig zu. Vielen Dank, Annalena. Doch neben dem Campus Festival Mittweida gibt es ein weiteres großes Projekt bei uns hier in der Medienfakultät. Und zwar ist das Medienforum Mittweida. Der größte von Studierenden organisierte Medienfachkongress. Und der findet auch in diesem Jahr wieder statt. Wie das Ganze letztes Jahr aussah, das seht ihr jetzt. Willkommen zum Medienforum Mittweida 2022. Der Höhepunkt des Jahres. Hochprofessionell. Darauf bin ich persönlich wahnsinnig stolz und die ganze Fakultät auch. Wirklich sehr cooler Kongress, den ich organisiert habe.
Es ist so schön, in so viele Gesichter zu blicken. Was sind die Grundlagen im Sportmarketing? Das ist unsere erste Live-Podcast-Aufzeichnung. Und da ist natürlich, sind die Möglichkeiten auch viel größer geworden. Wo liegt der Hauptfokus beim Signing? Storytelling hat einen messbaren Einfluss, vor allem auf die Erinnerung. Und dann muss man in der Lage sein, zu abstrahieren und zu überlegen, okay, aber was ist der Kern? Worum geht's? Das ist so was Ähnliches wie Gas und Kupplung. Wenn man das eine ein bisschen mehr drückt, muss man das andere ein bisschen weniger drücken. Wollen wir noch jemanden dazu holen? Ja, unbedingt. Das muss so ein Moment sein, wo ich so selber denke, oh wow, das würde ich mir jetzt gerne anschauen. Da hätte ich gern jetzt einen Film dazu. Ihr seid die künftigen Filmschaffenden. Was stecken da für Ideen hinter und was löst es auch bei mir aus? Wenn man nicht davor steht und die Türen eintritt, dann bleiben sie halt zu. Das war das Medienforum mit Weider 2022. An dieser Stelle möchte ich gerne wieder den Bogen zurückschlagen zu unserem Studiengang Global Communication in Business and Culture. Professorin Kusche, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass ein Pflicht-Auslandssemester dazugehört. Alina, du bist bereits aus deinem Auslandssemester zurück. Was kannst du uns darüber erzählen und vor allem, welche Ratschläge kannst du den Studierenden mit auf den Weg geben, die vielleicht ein Auslandssemester einschieben möchten? Genau, ich bin jetzt letztes Semester in Thailand gewesen. Und also ich kann nur sagen, wie alle anderen, die jetzt auch wieder mit mir zurückkamen, es war die beste Zeit unseres Lebens. Wir haben so viel Neues erlebt. Gerade also in meinem Fall in Asien habe ich so viele spannende neue Menschen kennengelernt aus anderen Kulturen. Und ich habe gelernt, dass es eben nicht nur diese westliche Welt gibt, aus deren Perspektive wir eigentlich die Welt wahrnehmen, sondern es gibt noch viel mehr. Und das ist super spannend gewesen. Und zur zweiten Frage, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, wenn das irgendwie möglich ist. Es gibt ja das International Office bei uns. Also da sitzt eine super liebe Frau drin, die kann wirklich bei allem helfen. Man kann sich Termine machen und einfach mal drüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es. Sie hat da wirklich Tipps und kann zu jedem Land ganz viel erzählen. Und das ist also eine Bereicherung, die ich auf jeden Fall sofort wieder machen würde. Wunderschöne Antwort, vielen Dank. Das klingt natürlich sehr, sehr motivierend. Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ihr müsst nicht nur Global Communication in Business and Culture studieren, um ein Auslandssemester machen zu können. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, ein Auslandssemester entweder an euer Studium hinten dran zu hängen oder zwischendurch zu machen. Das International Office wird euch auf jeden Fall helfen und in eurem Rücken euch unterstützen. So, Annika, zurück zu dir. Gibt es denn Fragen an unsere vier Gäste aus dem Stream bisher? Ja, da gibt es eine Frage und zwar würde ich die einmal an Professor Amrain richten. Und zwar wurde gefragt, ob Naturwissenschaften für Medienmanagement notwendig sind. Also wir haben jetzt kein Physikmodul, es gibt auch keine Mathematikklassen mehr, aber grundsätzlich würde ich sagen, viel Wissen hilft viel. Okay. Und was wir tatsächlich machen, das ist jetzt nicht Naturwissenschaften, aber wir machen Tests bei uns innerhalb der Lehre für Allgemeinwissen. Das heißt, wir unterhalten uns sehr viel über aktuelles Zeitgeschehen. Was ist in der Welt los? Weil das natürlich in der Perspektive für Medienberufe essentiell ist. Es hilft, mal einen Blog zu lesen, es hilft, sich zu informieren, es hilft, einmal am Tag Nachrichten zu schauen. Einfach weil dieser Content, den wir über die Jahre auch hier gemeinsam produzieren wollen, immer ja auch einen Realbezug hat, einen Bezug in die Gesellschaft hat. Das heißt, wir müssen schon Bescheid wissen, warum morgens die Bauern auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern sich nicht einfach nur ärgern, dass man im Stau steht, sondern einfach die Perspektiven auch kennen. Was sind die Forderungen? Wie ist die politische Lage? Wie sieht es gerade in der Welt aus? Das hilft immer ganz gut, wenn man dann mit diesen Themen auch in die Projekte geht. Perfekt, vielen lieben Dank. Annika, keine Fragen mehr aus dem Stream? Keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle an meine vier Gäste hier auf der Bühne. Wir haben einen super Einblick bekommen in die Medienfakultät. Ich bedanke mich auch nochmal an Professor Hösel, der oben am FOH stand und möchte gleich in die nächste Fakultät überleiten. Denn gleich machen wir weiter mit der Fakultät Soziale Arbeit. Da geht es um die Arbeit mit Menschen in verschiedensten Lebenslagen, aber auch in allen Altersgruppen. Bis dahin könnt ihr euch nochmal entspannt zurücklehnen und wir lauschen nochmal unserer Band. Thank you.
Die Arbeit mit Menschen steht im Mittelpunkt der nächsten Fakultät. Ich begrüße meine nächsten zwei Gäste auf der Bühne. Und zwar einmal den Studenten Robert Hoffmann und unsere Professorin Patricia Gröber. Hallo. Hallo Robert, ich möchte gleich, genauso ein Mikrofon ist da für Laubreisen sprechen, Dankeschön. Ich möchte gleich mit dir anfangen. Was hat dich dazu bewogen, soziale Arbeit bei uns hier mit weiter zu studieren? Also ich sag mal, um das alles aufzuzählen, reicht die Zeit nicht. Da gab es einige Passagen. Es ist aber so, dass mein dritter Bildungsweg ist und ich den gewählt habe, einfach weil ich schon immer gut mit Menschen arbeiten konnte oder auch immer noch kann. Und ja, in der sozialen Arbeit auch jetzt im Praxissemester meine Berufung gefunden habe und weiß, dass ich dort komplett richtig bin. Okay, wo hast du dein Praktikum gemacht und weißt du schon, in welche Richtung es dann so jetzt gehen soll, also wenn du das gefunden hast? Also es läuft noch, das Praxissemester. Ich bin an einer Berufsschule für Sozialwesen in Chemnitz und im Bereich der Schulsozialarbeit und das macht richtig viel Spaß. Ich habe es am Anfang ein wenig unterschätzt mit der Menge an Arbeit, habe mich da jetzt sehr, sehr gut reingefitzt. Werd aber nicht auf ewig da bleiben, das weiß ich auch schon. Bei mir geht es dann noch in die Richtung soziales Coaching, sage ich mal. Da soll es noch mit hingehen. Aber jetzt für die nächste Zeit definitiv. Also es macht unfassbar viel Spaß. Okay, du bist ja schon recht weit im Studium. Welche Erfahrungen konntest du noch für dich mitnehmen? Was hat für dich das Studium besonders gemacht? Also wirklich besonders hat es eine Exkursion gemacht im Rahmen eines Projekts der Biografiearbeit. Da beschäftigt man sich sehr, sehr viel mit seinem eigenen Leben, welche Passagen man so durchleben durfte und auch viel Familiengeschichte ist mit dabei. Und das hat mich extrem weitergebracht jetzt auch für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung, vor allem jetzt in der kommenden Zeit. Und ja, die Eindrücke kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten, ja, vor allem auch das Matrikel, also die Studierenden unter sich, das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich, auch vor allem in der Prüfungsvorbereitung definitiv. Aber ansonsten, viel Persönlichkeitsentwicklung. Frau Professorin Gröber, bei uns kann man die soziale Arbeit ja sowohl berufsbegleitend als auch direkt im Vollzeitstudium studieren. Was macht für Sie oder Ihrer Meinung nach das Studium Soziale Arbeit hier mit weiter so besonders? Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass soziale Arbeit ein Studium ist, was ein generalistisches Studium ist. Auch in Mittweida. Das ist jetzt leider keine Besonderheit, sondern das ist eine Verpflichtung, dass die soziale Arbeit ein Studium anbietet, das für das berufliche Handeln mit ganz verschiedenen Menschen in ganz verschiedenen Lebenslagen, die häufig mit Problemen belastet sind, aber gar nicht immer mit Problemen belastet sind, qualifiziert. Das Studium in Mittweida ist deshalb so besonders, weil wir so eine nahe beieinander seiende Fakultät sind, weil wir ein sehr enges Miteinander zwischen Studierenden und Lehrenden und Mitarbeitenden bei uns an der Fakultät haben, weil wir uns in ganz unterschiedlichen Kontexten begegnen können. Wir haben den Raum dafür, dass wir das tun können. Und weil wir sehr nah an der Praxis in Mittelsachsen, Westsachsen arbeiten können und auch sehr nah mit dem arbeiten können, was Studierende selbst durch das berufsbegleitende Studium an die Hochschule bringen. Wir machen da nicht nichts damit, sondern wir arbeiten damit sehr intensiv und verstehen uns als ein Praxis- und Theorie verzahnendes Studium hier. Wie kann ich mir solche praktischen oder praxisnahen Elemente im Studium vorstellen? Wie sieht da so ein Studienalltag aus? Beginnt bei Tag Null. Also eigentlich geht es ohne die Praxis hier im Studium gar nicht. Bei Tag Null heißt also, das, was Studierende von Anfang an erleben, das sind Lehrende und Lehrveranstaltungen, Lehr-Lern-Prozesse, in denen das, was in der Praxis tatsächlich da ist, einen Einfluss hat. Also allein schon die Konzeption unseres Studiums baut auf der real existierenden Praxis auf. Und wir verfolgen von Anfang an die Idee, Studierende in die Lage zu versetzen, ihr Handeln zu performen, sodass es dazu passt, was die Praxis braucht. Das ist schon mal das Allererste. Und dann geht es weiter in der allerersten Grundlagenvorlesung, dass ich sofort konfrontiert werde als Studierender mit Fragestellungen, die aus der Praxis kommen, dass jede Theorie, mit der ich mich auseinandersetze, auch gebunden ist an ein wirkliches Problem, an eine wirkliche Fragestellung. Geht dann weiter dazu, dass wir im Direktstudiengang im
zweiten und dritten Semester schon ein Projektmodul haben, das ganz nah an der Praxis ist, also wo Studierende sich mit Praxis entweder forschend oder mit einem Praxisprojekt auseinandersetzen. Also sie arbeiten mit Praxis zusammen. Ich habe was vergessen. Davor kommt nämlich nach dem ersten Semester das erste Praktikum, das Kurzpraktikum, 4 Wochen. In der vorlesungsfreien Zeit zwischen ersten und zweiten Semester. Dann kommt im zweiten und dritten Semester das Projektmodul, was ganz nah an die Praxis gebunden ist. Dann gibt es einige andere Module, nämlich beispielsweise die Arbeitsfelder in der sozialen Arbeit behandeln. Dann geht es weiter mit dem großen Praktikum über ein Semester, also 100 Arbeitstage, die was mit der staatlichen Anerkennung zu tun haben, auf die wir vielleicht noch zurückkommen. Das ganz nah an der Praxis ist. Robert ist gerade einer meiner Studierenden, der das Vergnügen hat, sich mit mir auseinandersetzen zu dürfen in der Reflexion seiner Praxis. Deshalb kennen wir uns auch sehr gut und sehr intensiv. Und Praxisreflexion ist tatsächlich eine Lehrveranstaltung, die ans Eingemachte geht, die tatsächlich jeden und jede dazu auffordert, sich mit sich und dem, was derjenige, die Person handelt, in der Praxis auseinanderzusetzen. Und dazu braucht es eine Vertrauensbasis, die wir aufbauen müssen, damit Studierende das auch reingeben können. Dieses Vertrauen brauchen Studierende untereinander, dieses Vertrauen brauchen sie zu den Lehrenden. Und wir versuchen da Räume zu schaffen, in denen wirklich das, was die Studierenden erleben und wie sie es für sich verstehen wollen und wie sie es mit ihren KlientInnen handeln wollen, auch besprochen werden kann. Ich könnte jetzt noch weitermachen, wie das mit der Praxis ist. Aber vielleicht reicht es erstmal. Ja, das reicht auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Überblick, um einzutauchen, wie der Studiengang abläuft. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ich möchte gar nicht lange warten wegen der staatlichen Anerkennung. Das werden wir tatsächlich sehr, sehr häufig gefragt, ob es im Bachelorstudiengang eine staatliche Anerkennung gibt. Können Sie uns ganz kurz noch mal abholen, was das überhaupt ist und wofür man das überhaupt braucht? Ja, staatliche Anerkennung wird häufig so ein bisschen als Zauberwort verwendet. Eigentlich bedeutet staatliche Anerkennung grundsätzlich erstmal nur, dass ich die Berufsbezeichnung staatlich anerkannte SozialarbeiterInnen führen darf. Und ich brauche die staatliche Anerkennung, um die zugegebenermaßen wenigen, aber bedeutsamen hoheitlichen Aufgaben, die Sozialarbeitende übernehmen können, auch ausführen zu dürfen. Nämlich Aufgaben, die mir der Staat überträgt. Und die kommen vor allem bei Anstellungen im öffentlichen Dienst vor. Ja? Darüber hinaus hat sich aber eingebürgert, das ist tatsächlich eingebürgert, weil die Rechtsgrundlage da gar nicht so spezifisch ist, dass auch Zuwendungsbescheide, Förderfähigkeiten von Stellen an staatliche Anerkennung der ausführenden Personen angebunden sind. Wir vermitteln bei uns im Studium sowohl im berufsbegleitenden wie auch im Direktstudiengang die Voraussetzungen dafür, dass man die staatliche Anerkennung erwerben kann. Da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu, zum Beispiel die persönliche Eignung, die man dann mit einem Führungszeugnis nachweisen muss. Also summa summarum, wenn man bei uns das Studium absolviert hat, dann hat man die Grundlagen erworben, um die staatliche Anerkennung beantragen zu können. Das macht man bei der Landesdirektion in Sachsen und dann ist es ein Verfahren, das da staatlich, hoheitsstaatlich läuft. Okay, wunderbar. Sie haben gerade schon dieses Praxissemester angesprochen und du bist ja nun im Praxissemester. Wie kam das dazu? Wie hast du deinen Praxispartner gefunden? Wurdest du da unterstützt von der Hochschule oder was hast du für Tipps für die Studierenden, wie sie am besten auch für dieses Praktikum zwischen erst und zweiten Semester am besten was finden? Ja, viel suchen. Also das auf jeden Fall. Obwohl eigentlich viel finden, trifft es da eher, weil in der sozialen Arbeit gibt es viel Bedarf, gerade was Praktizierende angeht. Bei mir persönlich war es ein glücklicher Zufall. Ich habe es über meine Freundin gefunden, weil sie dort an der Schule ihre Ausbildung gemacht hat. Und dadurch bin ich da hingekommen und war auch dort von dem Schulsozialarbeitenden schon sehr angetan, einfach von seiner Mentalität her und habe halt gleich angefragt, ob das gehen würde über die längere Zeit und es hat funktioniert und so bin ich dahin gekommen. Ansonsten gibt es viele unterstützende Möglichkeiten, auch von der Hochschule. Es hängen immer Praktika aus. Also wir haben dann extra so ein schwarzes Brett, auf Deutsch gesagt. Und wir haben auch eine Praktikumsberaterin
Unsere Fakultätssekretärin hilft da sehr, sehr gut aus. Und auch ein Fachschaftsrat, der dort mit unterstützend ist, höhere Semester anfragen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Okay, ja. Klar. Wir haben auch ein digitales schwarzes Brett, nämlich eine Datenbank, in der die Praxisstellen, die für uns in Frage kommen und mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen und die wir den Studierenden empfehlen wollen, aufgeführt sind. Darüber hinaus gibt es bei uns eine Person, einen Mitarbeitenden an der Fakultät, der extra dafür da ist, sich um die Kooperation mit der Praxis zu kümmern, der auch ein Stück weit dafür da ist, PraxisanleiterInnen in der Praxis wiederum anzuleiten und die Verzahnung zwischen Studium und Praktikum auch wirklich herzustellen. Wir haben parallel, das hatte ich an dem Fall Robert und ich schon geschildert, Lehrende der Hochschule, die Praxisreflexionen machen während des Praktikums. Und es stellt sich ganz häufig auch im Laufe von Praxisreflexionen im Austausch zwischen den Studierenden heraus, welche Praxisstelle man empfehlen kann und welche nicht. Und das kommunizieren wir auch. Wir gehen sehr transparent auch damit um, dass für uns Praktikum nicht einfach irgendwas ist, was man auch machen muss, sondern einen ganz zentralen Stellenwert hat und dass das, was in der Praxis passiert, Teil der Ausbildung ist, Teil des Studiums ist und kein Add-on. Okay, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich einmal dem Stream die Möglichkeit geben, Ihre Fragen loszugeben. Annika, gibt es denn Fragen aus Social Media? Aus dem Stream gibt es gerade keine Fragen. Ich würde jetzt einmal hier im Studio rumfragen, ob es hier eine Frage gibt. Nee, dem sieht nicht so aus. Also keine Fragen. Sonst kannst du noch gerne eine stellen, wenn du noch eine hast. Ja, gerne. Bei uns an der Hochschule kann man ja auch noch den Master weiterführen, studieren in der sozialen Arbeit. Für wen lohnt sich in Anführungsstrichen dieser Master noch in diesem Berufsfeld? Das ist eine sehr berechtigte Frage, gar nicht, weil der Master so unberechtigt ist, der ist wahnsinnig berechtigt, sondern weil der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Praxis gerade so groß ist, dass uns die Studierenden schon aus den Händen gerissen werden, faktisch. Und da habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Mein lachendes Auge ist, dass ich stolz darauf bin, dass wir so ein gutes Studium anbieten können, dass die Praxis das auch akzeptiert und auch möchte. Und das weinende Auge ist, dass das natürlich dazu führt, dass Studierende erstmal auf den Markt kommen und weniger im Anschluss an ihr Studium, an ihr Bachelorstudium hier den Master auch anstreben, wobei wiederum viele zurückkommen. Und das macht mich froh und stolz, weil es sich dann doch herausstellt, dass es Studierende gibt, die ein hohes Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten haben, die selbst eine wissenschaftliche Karriere anstreben, die gern in die Lehre gehen möchten. Da gibt es ja auch vielfältige Bereiche. Das ist nicht nur die Lehre an der Hochschule, sondern häufig sind auch Masterstudierende solche, die in der Lehre in berufsbildenden Schulen unterwegs sind. Und darüber hinaus bietet unser Master im Eigentlichen drei Schwerpunkte. Die heißen Beraten, Steuern und Leiten als wesentliche Handlungselemente Sozialarbeitender in der Praxis. Und wer bei uns den Master studiert, der kann in einer steuernden und führenden und leitenden Position auf eine gute Qualifikation zurückgreifen und daneben eben auch als Beraterin und Berater in ganz vielen Handlungsfeldern gut unterwegs sein. Okay. Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten Ihnen beiden bis hierher. Sie haben gerade schon die Worte in den Mund genommen zwischen ersten und zweiten Semester. Und da möchte ich ganz kurz noch diesen Hinweis geben, dass das erste Semester bei der sozialen Arbeit nicht wie bei allen anderen Studiengängen im Wintersemester beginnt, sondern diese soziale Arbeit beginnt bei uns in Mittweida immer im Sommersemester. Und für das nächste Sommersemester, was jetzt im März beginnt, läuft auch gerade noch der Bewerbungsprozess. Und der Bewerbungsprozess läuft jetzt noch bis zum 15. Januar. Also an alle, die jetzt einsteigen möchten im nächsten Sommersemester und so wie der Robert hier die soziale Arbeit studieren möchten, die können sich jetzt noch ein paar Tage lang bewerben. Und wichtig dabei ist noch zu wissen, dass der Studiengang soziale Arbeit, wie bei Medienmanagement, einer der wenigen Studiengänge ist, die zulassungsbeschränkt sind. Wie das Ganze abläuft und welches Auswahlverfahren da gilt, weil es ist kein klassisches NC-Verfahren, das könnt ihr gerne auf unserer Website nachlesen oder ihr fragt einfach nochmal bei uns bei der Studienberatung an oder ihr kontaktiert eben zum Beispiel die Frau Krüber als Professorin, die kann Ihnen da
kann euch da bestimmt auch ganz, ganz viele Antworten liefern. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen von der Fakultät Soziale Arbeit. Vielen Dank, dass Sie uns so einen Überblick gegeben haben, vor allem auch einen Einblick ins Studium gegeben haben. Und möchte gleich weitermachen, denn heute fand auf dem Campus ein großer Studieninformationstag statt und viele Menschen sind trotz den widrigen Bedingungen hier zu uns nach Mittweida gekommen. Wie das Ganze hier heute ablief, dieser Studieninformationstag auf dem Campus, das werdet ihr jetzt sehen. Moin Leute, ich bin Luca und ich werde euch heute mal einen kleinen Einblick in das Leben auf unserem Campus geben. Gerade befinde ich mich hier in Studio B, wo richtig viele von euch sich mit uns Studenten über Studienangebote austauschen und sich beraten lassen. Aber in Mittweida gibt es noch so viel mehr. Unter anderem haben wir auch eine riesige Ausstattung über Lasertechnik, Biophotonik, 3D-Druck und auch unserem Robotiklabor. Jetzt sind wir in einen unserer Hörsäle angekommen. Hier ist ganz viel Platz für euch. Aber wenn ihr mal keine Vorlesung habt, dann könnt ihr beispielsweise euren Magen in unserer Mensa füllen. Hier gibt es ein saftiges Angebot für echt nicht viel Geld. Direkt daneben befindet sich unsere Bibliothek. By the way, es wird gerade eine neue Bibliothek gebaut und die bekommt dann ein ganz eigenes Gebäude auf unserem Campus. Aber jetzt mal ehrlich, was macht man eigentlich abends in Mittweida? Beispielsweise könnt ihr in unserer Schwemme chillen. Das ist unsere Studentenbar, wo ihr entspannt den Abend mit euren Freunden ausklingen lassen könnt. Wenn ihr es allerdings etwas härter mögt, haben wir unseren Studentenclub. Hier gibt es die fettesten Partys weit und breit. Also ehrlich jetzt, ihr braucht nicht nach Chemnitz zu fahren, wenn ihr das hier habt. Immer neue Motto-Partys, Musik für jeden und sogar einmal im Monat eine Karaoke-Party. Aber lasst euch am besten selbst überraschen, wenn ihr herkommt. Party ist zwar auch eine Art von Sport, aber klar, wenn ihr richtig Sport machen wollt, dann haben wir einen Haufen Sportangebote für euch. Unter anderem Fußball, Volleyball, Karate, Badminton, Schach, Tischtennis, Unihockey, Handball, Pole Dance und so weiter. Und vor allem auch unser Hochschulgym. Vergesst die bekannten Fitnessstudios. Im Hochschulgym habt ihr alles, was ihr braucht, um entweder Muskeln aufzubauen oder ordentlich Cardio zu machen. Und das zu einem echt fairen Preis für Studenten. Falls ihr aber lieber auf elektronischen Sport steht, dann haben wir natürlich auch was für euch. Unser eSport Science Lab ist die Hauptanlaufstelle für alle Gamer. Mit einem eigenen HSW eSports Team, welches mittlerweile über 150 Mitglieder hat, habt ihr eine perfekte Community zum Zocken und Spaß haben. Aber hier werden auch Events geplant, ausgetragen, Spiele gecastet und sich auch online in Uniligen mit anderen Hochschulen und Universitäten in verschiedensten Games gemessen. Für die Motorsportinteressierten unter euch gibt es das studentische Projekt Technikum Mittweida Motorsport, kurz TMM. Hier könnt ihr euch mit einbringen und an dem Konzept und dem Bau von Rennautos mitwirken, welche dann unter anderem auch in richtigen Turnieren mitfahren. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick über unseren Campus bekommen und wenn ihr jetzt nicht Bock auf ein Studium in Mittweida habt, dann weiß ich auch nicht. Falls ihr euch noch mehr über unseren Campus informieren wollt, dann macht das doch gerne im Januar oder im Frühling, denn da sind immer unsere Studieninfotage. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ab geht's zurück ins Studio. Wir machen weiter mit unserer nächsten Fakultät, den Ingenieurwissenschaften. Dafür habe ich wieder drei Gäste bei mir auf der Bühne sitzen, und zwar jetzt die Ingenieure unserer Hochschule hier in Mittweida. Und zwar einmal Professor Fuchs, Frau Professorin Zehr und ich habe Alina hier sitzen. Sie ist Studentin bei uns an der Hochschule in Mittweida. Ja, was ihr vor allem wissen müsst, ist, dass es bei uns in dieser Fakultät drei große Studiengänge gibt. Und zwar zum einen die Elektrotechnik, Automation, den Studiengang Physikalische Technik und den Maschinenbau. Ich bin froh, dass alle drei Studiengänge heute hier abgebildet sind oder ja, abgedeckt sind. Und Professor Fuchs, ich würde gerne einmal mit Ihnen anfangen. Sie sind Professor bei uns für die Physikalische Technik. Was macht diesen Studiengang denn bei uns hier mit weiter aus? Also die Physikalische Technik ganz anders, als es vielleicht aus der Schule bekannt ist, im Physikunterricht. Wir sind sehr praktisch veranlagt. Das heißt, Sie starten bei uns auch gleich mit vielen praktischen Arbeiten in Praktika und arbeiten an eigentlich modernsten Anlagen, modernsten Lasern tatsächlich und haben hier in Mittweida am Campus die Möglichkeit, in einer sehr familiären Umgebung zu studieren. Heißt aber nicht, dass wir nicht sozusagen von der Schule Sie direkt abholen können. Das heißt, wir sind darauf bedacht, diesen Übergang von Schule, Physik zur Hochschule möglichst eben zu gestalten. Das heißt, wir bieten auch Brückenkurse an, die starten vor dem eigentlichen Semester, sodass wir also möglichst diesen Übergang ausgleichen. Und auch in den ersten Semestern schauen wir nach jedem einzelnen Studierenden, dass diese Lücke eben geschlossen wird.
geschlossen wird. Und auch wenn Sie Physik oder Mathe nicht vertieft in der Schule hatten, das macht überhaupt nichts, das gleichen wir aus, das ist genau unser Job. Und spätestens nach dem zweiten oder dritten Semester sind meistens die Unterschiede ausgeglichen, sodass Sie dann also wirklich starten können bzw. in die praktische Ausbildung investieren können und wir Sie dann im Bachelor entsprechend ausbilden. Der Studiengangsname ist ja eigentlich nur ein Oberbegriff. Während des Studiums spezialisiere ich mich dann quasi nochmal auf ein spezielles Thema. Worauf kann ich mich spezialisieren während des Studiums? Das stimmt. Also die physikalische Technik gliedert sich im Prinzip in drei Bereiche, in die Sie sich spezialisieren können. Das ist einmal die Lasertechnik. Die Lasertechnik ist also ein ganz wichtiger Technikbereich. Also in ganz vielen verschiedenen Bereichen in der fertigen Industrie, aber auch in der Messtechnik kommen Laser zum Einsatz. Das zeigt sich auch an den aktuellen Forschungspreisen. Zum Beispiel der Deutschlandpreis wurde in letzten Jahren mehrmals für laserbasierte Technologien vergeben. Die Halbleiterindustrie nutzt mittlerweile Laser als Quellen. Also es ist extrem vielfältig und Sie haben die Möglichkeit, sich dort in vielen verschiedenen Anwendungsrichtungen von Lasern hineinzuschnuppern, zu informieren, entsprechend ausbilden zu lassen, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Dann haben wir den 3D-Druck, also als neue Fertigungsmethode, mit der Sie in der Lage sind, im Prinzip auch in Kleinserien Dinge zu produzieren, zu drucken letzten Endes, die mit anderen Methoden teilweise gar nicht herstellbar sind. Also das sind insbesondere kleine Teile bzw. hochkomplexe Teile, die mit anderen Methoden gar nicht herstellbar sind. Zum Beispiel auch für die Raumfahrt, gerade dort in Teilen, die mit keinen anderen Methoden überhaupt möglich wären, werden mittlerweile mit 3D-Druck gefertigt. Und auch in vielen Bereichen, eigentlich in fast allen Bereichen, wird 3D-Druck immer wichtiger, gerade was Prototyping betrifft. Das heißt also, Dinge sich auch mal anfassen zu können, sich so herzustellen, dass man sehen kann, wie ist mein Modell. Aber nicht nur das, sondern eben auch wirklich für die Produktion, insbesondere von kleinen Serien oder eben auch von Teilen, die man sonst gar nicht anders herstellen kann. Und Sie haben hier die Möglichkeit, in ganz verschiedene Technologien reinzuschnuppern, sich ausbilden zu lassen an 3D-Druckverfahren, auch laserbasiert, also auch hochmoderne Metalldruckverfahren. Mhm. Alles das haben wir im Angebot und freut sich sehr großer Beliebtheit. Mittlerweile bei uns, dieser Studiengang ist relativ neu, aber sehr spannend. Und als drittes haben wir noch die Biophotonik. Photonik, für alle, die das nicht wissen, das ist im Prinzip die Wissenschaft vom Licht, also Licht als Werkzeug und hier im ganz speziellen Kontext der Biologie. Das heißt, wie kann man biologische Objekte, Moleküle, Zellen, Bakterien und so weiter untersuchen? Wie kann man etwas über sie rausfinden? Und da geht es also ganz nah in die Diagnostik. Das können Sie sich ja vorstellen, Lab on the Chip heißt das sozusagen heutzutage. Das heißt, kleine Chips, kleine Sensoren, die Ihnen sagen können, welche Viren beispielsweise im Körper vorhanden sind oder welche Moleküle und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist ein großes Potenzial, ein riesengroßes Forschungsfeld, was im Prinzip aufgeht und auch ein sehr großer Markt im Sinne der Verwertung. Sehr viele Biotechnologiefirmen, die alle in irgendeiner Richtung photonische Methoden benutzen werden und das auch weiter ausbauen. Das heißt, hier sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten sehr groß. Okay, wir haben bisher schon sehr oft gehört, dass die ersten Semester immer erstmal die Grundlagen bieten, damit man überall erstmal die Theorien kennengelernt hat. Wie lange dauert es denn, bis ich dann das erste Mal an den 3D-Drucker oder an den Laser darf? Genau, also wir sind auf jeden Fall ein grundständiges Studium. Das heißt, selbst wenn Sie sich jetzt, speziell sind Sie auf eine Richtung, das heißt aber nicht, dass Sie nicht als grundständiger physikalischer Techniker oder physikalische Technikerin ausgebildet werden. Das ist unsere Grundaufgabe und Sie können dann im Prinzip in fast allen MINT-Bereichen im Prinzip arbeiten und können sich weiterentwickeln. Aber in der Spezialisierung überhaupt im Studium ist es so, dass Sie eigentlich mit dem Start direkt mit den Methoden in Verbindung kommen. Natürlich in den ersten Semestern gibt es eine grundständige Ausbildung, wie sich das gehört sozusagen für einen technischen Studiengang. Und wie gesagt, wir gleichen da die Unterschiede in der schulischen Ausbildung direkt aus. Aber von Anfang an haben Sie die Möglichkeit, bei uns im Prinzip Dinge anzufassen, Dinge mitzumachen und wenn Sie wollen, auch bei uns am Laserinstitut, was im Prinzip ich würde schon fast sagen, ein Einstellungsmerkmal der Hochschule mit weiter ist, dass wir also ein großes Institut haben, speziell für Lasertechnik, 3D-Druck und Biophotonik mit fast 50 Mitarbeitenden. Und Sie hier die Möglichkeit haben, wirklich von Anfang an wirklich mit dabei zu sein, auch an wissenschaftlicher Arbeit zu partizipieren, sei es im Rahmen des Studiums, in den verschiedenen Praktika oder eben auch als zum Beispiel wissenschaftliche Hilfskraft oder studentische Hilfskraft, gleich von Anfang an mit reinzuschnuppern und Hand anzulegen. Das ist also möglich, dank eben dieser Infrastruktur, die wir hier haben und den modernsten Anlagen, muss man auch sagen, ist auch ziemlich einzigartig im MITWIDA, dass wir tatsächlich auf modernste Laserquellen zurückgreifen können und also ein großes Portfolio haben, verschiedene Technologien, die Sie hier anschauen können. Und Sie sind herzlich eingeladen, natürlich auch, das sich gerne mal anzuschauen. Kontaktieren Sie uns einfach. Wir führen Sie gerne rum.
Ich hoffe, ihr da draußen habt es alle gehört, also gerne an den Professor Fuchs wenden, wenn ihr gerne euch in der physikalischen Technik ausleben wollt. So, man könnte fast sagen, ich habe hier noch einen vierten Gast mit am Tresen, und zwar das gute Stück. Das ist ein Getränkekühler. Alina, du hast uns einen Getränkekühler mitgebracht, und ich finde das gerade ziemlich klasse, weil mein Wasser ist schon recht warm geworden und ich würde das gerade ganz gerne kalt haben. Wie funktioniert das gute Stück und wie kommt man an so einen Getränkekühler ran? Also, das ist an. Ah, das ist an, okay. Also das ist ein Getränkekühler von einem Bachelorstudenten. Das war ein Bachelorprojekt, was er gemacht hat. Soll ich es mal machen? Ja, genau. Du stellst es quasi drunter und dann drückt man, glaube ich, hier drauf. Okay. Ah ja, bereit. Ich bin bereit. Okay. Oh, okay. Und dann dauert es jetzt ein bisschen und dann wird das Getränk quasi für dich gekühlt und dann. Genau. Das ist ja schon sehr, sehr komplex. Also für ein Bachelorprojekt auf jeden Fall schon sehr, sehr fortgeschritten. Der Bela Schroth hat das als Abschlussprojekt bei uns gemacht im Bachelor. Ja. Also kannst du mir erzählen, was hier alles so dazugehört, was er da gemacht hat? Also er soll das alles selbst gemacht haben. Und das hat er auch. Also wirklich auch von der Konstruktion über die komplette Mechatronik und alles wirklich, ja, also sehr, sehr fortgeschritten. Aber du studierst ja jetzt Elektrotechnik, Automation erst noch im ersten Semester. Genau. Du hast mir verraten, dass ihr da auch schon was macht im ersten Semester. Ja. Noch nicht sowas, was gerade mein Getränk perfekt kühl macht. Ich glaube, das wird auch, ja, es ist schon sehr kühl. Was hast du mir denn mitgebracht? Genau, wir behandeln gerade das, haben uns mit den Arduino auseinandergesetzt über das Semester hinweg und konnten uns da ausprobieren und ein Projekt entwickeln, und das haben wir heute auch vorgestellt. Ich habe euch hier, das ist sogar so klein, dass man das in einer Feder mit transportieren kann, eine quasi aufklappbare Musikbox mitgebracht. Der Gedanke dahinter, ich packe es gleich aus, der Gedanke dahinter ist, dass man, wenn man die Box aufklappt, Licht drauf fällt und der Fotowiderstand das quasi dann verarbeitet und dann auslöst, dass Musik, eine Melodie abgespielt wird, die vorprogrammiert ist, und wenn man das wieder zuklappt, dass das dann quasi aufhört. Also heute war quasi deine Prüfung. Ja, das war so eine kleine Präsentation, genau. Ah, okay. Musikbox in der Federmappe, auch nicht schlecht. Vielleicht hört man es jetzt ja, nicht. Halt doch mal dein Mikrofon gern dran. Man kennt ja sogar die Melodie. Also nur kurz zum Aufbau. Also das ist der Arduino, der Mikrocontroller. Hier ist das Breadboard, wo hier Fotowiderstand und Lautsprecher verbaut sind. Mhm. Und das ist quasi die Energieversorgung dazu. Genau, es ist recht simpel, okay. Aber hat mich schon vor einigen Herausforderungen gestellt, so vor allem mit dem Coden und Programmieren dann. Okay, aber dann kannst du ja sehr stolz auf dich sein, dass du es trotzdem heute schon hier präsentieren konntest. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du die Elektrotechnik ausgerechnet bei uns hier mit weiter studiert hast oder angefangen hast zu studieren? Ja, also ich habe nach der Schule erstmal Bundesfreiwilligendienst gemacht, um genau zu gucken, wohin ich dann möchte. Und dann habe ich mich so durchgewuselt und habe hier an der Hochschule gefunden, dass es hier so eine internationale Vertiefungsrichtung zusammen mit der Elektrotechnik gibt. Das fand ich sehr interessant und hatte dann auch mit dem Professor sehr viel Kontakt und finde das immer noch, die Mischung, sehr cool, weil das läuft quasi unter der Hochschule, also so ein Projekt, das von der EU mitfinanziert wurde. Eureka Pro nennt sich das. Und da ist quasi ein Auslandssemester mit integriert im vierten. Und wir kamen quasi in einen leicht anderen Schwerpunkt als die anderen, also quasi mit auf Nachhaltigkeit und Verantwortung ausgelegt. Genau. Und das Also auch im Studiengang der Elektrotechnik-Automation gibt es viele Vertiefungen, wie bei der physikalischen Technik. Wo es auch ganz schön viele Vertiefungen gibt, ist im Studiengang Maschinenbau. Hallo, Frau Professorin Zehr, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Was für Vertiefungen gibt es denn beim Studiengang Maschinenbau? Ja, also im Bachelor-Studiengang Maschinenbau haben wir insgesamt vier Vertiefungen. Das ist zum einen die digitale Produktentwicklung, die Mikromobilität, die Laser- und Oberflächentechnik und die ressourceneffiziente Fertigungstechnik. Und ja, in der digitalen Produktentwicklung beschäftigen wir uns quasi mit allem dem, was ein Entwickler braucht, um ein neues Produkt zu
konstruieren, um das auch zu simulieren, ob es die Festigkeiten hält, ob es gewisse Strömungswiderstände hat, ob, wenn wir schweißen, vielleicht irgendwelche Wärmeverzüge entstehen. Und mit diesem gesamten Komplex beschäftigen wir uns quasi da, sodass dann quasi die fertigen Studenten dann auch problemlos in die Konstruktion oder in die Entwicklung von neuen Bauteilen gehen können. Okay. In der zweiten Vertiefungsrichtung, der Mikromobilität, das ist ein sehr neuer Studiengang bei uns. Den haben wir erst vor wenigen Jahren quasi ins Leben gerufen, beschäftigt sich eben jetzt aufgrund der Ressourcenproblematik, Klimawandel sehr stark mit Mikromobilitätsansätzen. Wie können die Menschen quasi innerorts möglichst auch mit hohem Komfort, guter Leistung quasi ihre und auch teilweise auch hohen Reichweiten ihre Wege zurücklegen, ohne immer auf dem Auto zurückgreifen zu müssen. Das kann ein elektrischer Roller sein, das kann ein Fahrrad, ein Lastenrad sein und da beschäftigen sich quasi die Studenten da mit verschiedenen Antriebsmöglichkeiten, verschiedenen Sensoriken und auch das Thema Komfort ist halt, spielt eine große Rolle. Thema Laser- und Oberflächentechnik beschäftigt sich dann eher damit, wie ich Oberflächen gezielt verändern kann. Ja, wir wissen, dass wir oftmals quasi relativ günstige Werkstoffe verwenden wollen, die aber von außen vielleicht ein bisschen schicker aussehen sollen oder eine bessere Schutzschicht haben sollen, vor Verschleißschutz oder vor Korrosionsschutz halt schützen sollen. Und da schauen sich die Studenten eben ganz intensiv auch wieder Lasertechnologien an. Das ist sehr intensiv mit dem Laserzentrum zusammen. Auf der anderen Seite aber auch bzw. galvanische Beschichtung eben für Korrosionsschutzschichten. Genau, die vierte Vertiefungsrichtung, das ist die ressourceneffiziente Fertigungstechnik. Hier schauen die Studenten sich an, wie Produkte produziert werden können. Welche Verfahren gibt es da? Von der Umformtechnik über die Abtrenntechnik und vor allen Dingen auch zur Fügetechnik, wo auch ich stehe und womit ich mich sehr, sehr intensiv beschäftige. Und, aber auch, was gibt es für digitale Methoden? Wie ist Qualitätsmanagement? Sind da alles Themen, die den Studenten dann quasi nähergebracht werden, sodass sie dann quasi nach dem Studium dann wirklich in die Produktion einsteigen können, neue Produktionsprozesse entwickeln können, vielleicht auch in der Forschung auch neue innovative Prozesse dann auch weiterentwickeln können. Okay, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich muss Sie jetzt fragen, Sie haben uns da was mitgebracht. Ich nehme an, das ist ein Beispiel davon, was im Studium gemacht wird, weil auch dieser Studiengang Maschinenbau sehr, sehr praxisorientiert ist. Was haben Sie uns denn mitgebracht? Genau, wir haben hier mal so einen Stiftehalter, habe ich Ihnen mitgebracht. Den haben die Studenten erst im letzten Praktikum mit hergestellt. Wir haben quasi in der Vorlesung natürlich die verschiedenen Schweißverfahren angeschaut, Vor- und Nachteile. Und dann ist bei uns das, so wie es der Kollege Fuchs schon gesagt hat, eben auch üblich, dass es bei uns alles sehr, sehr praxisnah ist. Also gerade in den Schweißtechnik-Vorlesungen sind die Studenten wirklich 2 Tage im Semester dann bei uns im Schweißlabor, können dann jedes Verfahren einfach wirklich auch mal selber probieren und dann schauen, wo sind sie gut, wo sind sie nicht so gut, sowohl von den manuellen Verfahren her, als auch, wir haben mittlerweile so einen kleinen kollaborierenden Roboter, können sie auch mal dort selber programmieren, die Bahn teachen, auch das kleine Programm selber schreiben und danach dann halt sich überlegen, so, womit schweiße ich jetzt quasi diese 4-Kantrohre auf das Grundblech auf, womit könnte es am besten aussehen und hoffentlich auch halten. Und ja, das macht den Studenten halt immer Spaß. Ne? Und sie können was mitnehmen und haben da kleine Erinnerungen und wissen halt so am Ende dann auch ein bisschen besser verknüpft, was wir in der Vorlesung gelernt haben und können das dann auch besser noch mit in die Praxis wieder mitnehmen. Vielen Dank, klingt auf jeden Fall sehr, sehr praxisorientiert. Ich möchte gerne noch ein Projekt ansprechen aus der ganzen Fakultät und zwar ist das TMM, Technikum Motorsport mit Weider, ein großes Team, wo alle 3 Studiengänge natürlich auch zusammenarbeiten. Also wenn ihr da draußen heute vielleicht schon was mitbekommen habt vom TMM oder allgemein oder noch nicht, dann klickt euch eben gern mal rein. Da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen bei uns auf der Website, falls ihr zum Beispiel Bock habt, ein eigenes Auto zu bauen während des Studiums und das dann eben gegen andere Autos fahren zu lassen, dann ist vielleicht dieses Projekt noch was für euch. So, ich bedanke mich bei meinen 3 Gästen für die Vorstellung und für den Einblick in diese Studiengänge, sowohl den Studienalltag eben, aber auch in diese in solche Projekte wie dieses Abschlussprojekt hier. Ich lasse mir jetzt gleich mein kaltes Wasser schmecken und währenddessen ich mir das kalte Wasser schmecken lasse, lauschen wir jetzt noch einmal der Musik und kommen gleich zur letzten Fakultät des Nachmittags und zwar den Wirtschaftsingenieurwesen. Ich freue mich auf meine nächsten Gäste und genieße jetzt erstmal mein Wasser. Thank you.
Oft hören wir von den Studieninteressierten, ja, ich weiß, es soll irgendwas mit Wirtschaft sein, ich weiß aber gar nicht so richtig, was das ist und was es da überhaupt für Unterschiede gibt. Und dafür habe ich mir unsere nächste Gäste hier auf die Bühne geholt für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Ich begrüße einmal bei mir am Tresen Professor Thoralf Gebel, Lisa und Florian. Willkommen, dass Sie heute da sind. Und Professor Gebel, ich würde gerne einmal mit Ihnen anfangen. Können Sie uns ganz kurz erstmal einen Überblick geben, was dieser Begriff Wirtschaftsingenieurwesen eigentlich aussagt? Also die Besonderheit des Wirtschaftsingenieurwesens ist im Prinzip, dass sie eine Kombination haben aus betriebswirtschaftlichen Aspekten und aber trotzdem die Ingenieurtechnik nicht zu kurz kommt dabei. Insofern ist es besonders geeignet für junge Leute, die sich einerseits technisch interessieren, aber auch darin ein Ziel sehen, wie kann man dann diese Technik anwenden? Wie kann man also in der Wirtschaft zum Beispiel ein neues Produkt entwickeln und wie kann man dann das auch vermarkten? Das sind zum Beispiel spannende Themen und durch diesen Querschnitt aus Wirtschaft und aus Technik ist das eigentlich ein sehr toller Studiengang, wo unheimlich viele mögliche Berufsfelder sich dann daraus ergeben. Bei der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen kann man neben der klassischen Betriebswirtschaft eben auch Wirtschaftsingenieurwesen als Studiengang studieren, wo Sie der Studiengangsdekan sind. Was macht diesen Studiengang aus? Auf was können sich die Studieninteressierten freuen? Es ist eben in dem Studiengang ein höherer Technikbezug als im Vergleich zur klassischen BWL. Damit ergeben sich halt auch für die Studenten viel mehr Möglichkeiten, sich auch mit Themen zum Beispiel im IT-Bereich zu beschäftigen oder bei uns im Bereich Energietechnik, wo wir so ein bisschen den Fokus drauf gesetzt haben. Auch denn die Kooperation mit anderen Fakultäten, wo eben dann die Ingenieure ja bei uns an der Hochschule sind. Und damit ist, denke ich mal, eine gute Ausgangslage. Sie können technisch sich spezialisieren, sie können sich mit Themen beschäftigen und sind dann auch in der Wirtschaft gefragt, weil sie eben eine technische Problemlösung verbinden können mit den wirtschaftlichen Kompetenzen, um dann zum Beispiel eine Preiskalkulation zu machen oder zum Beispiel auch ja, wirtschaftliche Aspekte im Vertrieb mit dann zu unterstützen. Wir haben ja schon bei den ganzen anderen Fakultäten heute gehört, dass es ganz, ganz viele Praxisprojekte während des Studiums gibt. Bei Wirtschaft kann man sich das immer gar nicht so gut vorstellen, weil man immer erst denkt, na, das ist trockene Wirtschaft. Was gibt es für Praxisprojekte oder konkrete Beispiele, was die Studierenden während des Studiums anwenden können? Da kann ich vielleicht ein paar Beispiele bringen. Wir haben natürlich hier in der Region einige Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Beispielsweise hatten wir aktuell gerade eine schöne Abschlussarbeit bei der 1 Energie oder bei der Inetz in Chemnitz. Und das war dann zum Beispiel das aktuelle Thema. Da ging es darum, wie kann man beispielsweise Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorhalten. Oder ein anderes Thema war in Kooperation mit BMW in Leipzig. Da hat eine Studentin aus dem Wirtschaftsingenieurwesen sich damit beschäftigt, wie kann man beispielsweise in einer Abteilung einen Wechsel von einem 2- auf einen 3-Schichtbetrieb machen und hat dann das untersucht, was muss man für Voraussetzungen haben, wie muss die Infrastruktur umgebaut werden und was bringt das auch für Einsparungen zum Beispiel. Ja. Thema berufliche Perspektiven ist immer ganz, ganz wichtig. Und die erste Frage, ja, wo kann ich denn danach arbeiten, werden wir ganz oft gefragt, wo konkret können danach die Absolventinnen und Absolventen hingehen? Das ist eben das Schöne beim Wirtschaftsingenieurwesen. Eigentlich können Sie überall arbeiten. Besonders natürlich interessant, und das versuchen wir auch so zu vermitteln, viele von unseren Absolventen gehen dann in den Mittelstand hier in der Region. Aber wir haben natürlich auch viele, die dann in die Großindustrie gehen. Gerade ich hatte vorhin schon Automobil angesprochen. Wir haben also durchaus Absolventen, die haben es dann auch geschafft, bei Porsche, bei BMW oder auch bei Daimler eine Anstellung zu bekommen. Und das ist auch interessant zu sehen, wie dann nach einigen Jahren, ich habe dann den Kontakt immer aufrechterhalten, in was für Positionen die mittlerweile sind, teilweise auch mit spannenden Themen sich beschäftigen, Batterietechnik, sonstige Dinge. Also man ist dann auch in der technischen Entwicklung ganz weit vorn mit dabei. Vielen Dank. Lisa, also Sie haben gerade schon die Betriebswirtschaft angesprochen und Lisa, du bist Studentin bei uns und du hast bei uns Betriebswirtschaft studiert im Bachelor. Was macht die Betriebswirtschaft für dich hier aus und mit Weida und warum war es für dich ausgerechnet mit Weida, obwohl man ja nun, man kann es ja sagen, die Betriebswirtschaft an vielen Standorten studieren kann? Das ist tatsächlich richtig. Ich habe mir auch verschiedene Universitäten und Hochschulen angeschaut und überlegt, ja, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und dann war ich 2019 zum Studieninfotag hier in Mittweida und habe Mittweida kennengelernt und auch lieben gelernt. Und für mich ist vor allem die Praxisnähe, auch die Nähe zu den Dozenten und auch einfach dieses ganze Miteinander, also dass man eben nicht nur stur in der Vorlesung sitzt und Theorie lernt, sondern auch diese praktischen Projekte, die den Alltag, den Studienalltag wirklich einfach aktiv bestimmen. Gab es bei dir da im Studiengang auch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren? Also können sich die Studierenden da auf was einlassen mehr? Also bei mir war es so, dass wir 6 Vertiefungen haben. Mittlerweile gibt es 3 Vertiefungen und ich habe mich für Marketing und Human Resource Management entschieden, einfach weil das meine Spezialisierungen sozusagen, das waren meine Interessen von Anfang an. Und mittlerweile kann man wirklich spannende Kombinationen erleben. Also ich würde es jedem weiterempfehlen.
Kannst du noch so ein bisschen vom Studienalltag an sich so ein bisschen plaudern? Sitzt man dann nachmittags da und rechnet irgendwelche Kostenkalkulationen aus oder hat man auch ein bisschen Freizeit neben dem Studium der Betriebswirtschaft? Also man hat definitiv Freizeit neben dem Studium. Kostenkalkulationen sind ja zum Glück nur ein ganz kleiner Teil der Betriebswirtschaft. Also da kommt noch einiges mehr dazu. Aber man hat viel freie Zeit im Studium, auch Zeit für eigene Projekte. Mhm. Und die Projekte, die man aktiv im Studium macht, die bestimmen zwar einen kleinen Teil der Freizeit, aber jetzt wirklich nicht alles davon. Und auch hier komme ich wieder auf die beruflichen Perspektiven kurz zu sprechen, gerade nochmal im Vergleich zum Wirtschaftsingenieurwesen. Was sind da die speziellen Berufe, wo man später einsteigen kann? Ja, also Betriebswirte werden ja allgemein ausgebildet. Also es ist jetzt nicht so, dass man diesen technischen Hintergrund hat, den lernt man aber wirklich sehr schnell im Unternehmen. Also viele meiner Kommilitoninnen sind dazu übergegangen, im Marketing oder halt im Personalwesen zu arbeiten. Einige haben sich auch nochmal weiter spezialisiert und sind eben in den technischen Bereich gegangen. Okay. Wir haben noch einen dritten Gast bei uns hier sitzen. Hallo Florian. Du studierst nachhaltiges Immobilienmanagement hier bei uns an der Hochschule Mittweida. Das ist neben dem Studiengang Energie- und Umweltmanagement ein Studiengang, der sich ganz, ganz viel mit Nachhaltigkeit, aber auch Klimaschutz und Umweltschutz beschäftigt. Wie kam es dazu, dass du dich ausgerechnet für diesen doch schon eher spezielleren Studiengang entschieden hast? Also ich muss sagen, ich war schon etwas schockverliebt, sagen wir mal, mit klassischer Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Schön, schön. Und zwar, ich habe einfach durch die Auswahl durchgescrollt sozusagen, was es gab und da ist mir der Begriff nachhaltiges Immobilienmanagement direkt ins Gesicht geflogen sozusagen. Mhm. Und was mich dann wirklich gecatcht hat, war so die Frage, okay, wie kann man diesen Wirtschaftszweig, sage ich jetzt mal, die Immobilienwirtschaft nachhaltig gestalten, wie geht das überhaupt? Klar, Solaranlagen war jetzt direkt im Kopf. Aber mich hat es einfach interessiert, wie kann ich das gestalten und es gibt einfach gute Möglichkeiten fürs spätere Berufsleben. Und hast du bisher herausgefunden, wie Nachhaltigkeit und Immobilien so zusammenwirken? Wie wichtig ist das in der Berufswelt? Für die Immobilie an sich ist es vielleicht nicht so sehr wichtig, es ist eher mehr für die Menschen, die darin leben, beziehungsweise eben für die Zukunft. Und es spielt natürlich, was Baumaterial angeht, eine große Rolle, aber eben auch, sag ich mal, wie sich das Gebäude selbst erhält durch die Stromversorgung oder allgemeine Energieversorgung. Also es gibt da schon einen engen Zusammenhang. Okay, du bist ja nun schon im fünften Semester, also schon recht weit im Studium. Was hat dir am besten gefallen während deines Studiums? Also mir persönlich ist es die Projektentwicklung, weil es einfach die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein in einer gewissen Art und Weise, in einem sonst relativ trockenen Bereich, sage ich mal. Plus ist ein guter Job für die Zukunft, es wird nie langweilig. Man arbeitet viel mit Menschen zusammen, also mit Ämtern zusammen eher gesagt. Genau, ja, das wäre. Als nächstes kommt bei dir das sechste Semester und da steht bei dir das Praktikum im Raum. Das ist bei fast allen Studiengängen bei uns so, dass ihr im sechsten Semester dann ein Praktikum in einem Unternehmen eurer Wahl haben werdet. Weißt du schon, wo es hingehen soll? Ja, also für mich geht es nach Leipzig, auch zu einer Projektentwicklungsfirma. Da habe ich mir eine gesucht, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legt tatsächlich. Also die haben ein gewisses Green-Konzept, wie sie ihre Gebäude bauen wollen sozusagen. Und das hat mich eben auch sehr gecatcht. Einfach eben durch das Konzept, dass sie genau das machen, was ich eigentlich später machen möchte. Und ich hoffe da natürlich, dass ich da noch weiteres lernen kann sozusagen, in der Praxis direkt angewandt. Und natürlich hoffe ich, dass ich da auch meinen Teil in den paar Monaten mit beitragen kann, mit dem Wissen, was ich hier erlangt habe. Wir drücken die Daumen, dass das alles klappt. Dankeschön. Ich möchte an dieser Stelle dem Chat die Möglichkeit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Annika? Ja, wir haben tatsächlich eine Frage über Instagram, den Chat, bekommen. Und zwar geht es darum, welche Spezialisierungen es denn im Wirtschaftsingenieurwesen gibt, weil nämlich gehört wurde, dass da jetzt was Neues da ist. Ja, genau. Wir haben eine kleine Änderung vorgenommen und haben jetzt als Vertiefung bieten wir drei Vertiefungen an. Die eine ist Vertrieb und Management. Das ist die Vertiefung, die eigentlich auch am meisten mit von den Studenten belegt wird. Die zweite Vertiefung, die heißt Data Science und da geht es darum, wie kann man eben auch im Bereich der Wirtschaft zum Beispiel Daten einsetzen, wie kann man aus zum Beispiel Maschinendaten dann Anregungen bekommen für Optimierung von Prozessen, von Anlagen. Und neu dazugekommen ist jetzt der dritte Bereich und der heißt halt Ressourcen und Energie. Und dort geht es halt auch darum, dass man sich damit beschäftigt, wie kann man jetzt im Unternehmen eben Ressourcen geschickt einsetzen. Es werden Themen wie Energiemanagement und sonstige Dinge mit bearbeitet. Und diese neue Vertiefung gibt es jetzt seit diesem Jahr. Und diese Vertiefungen, die starten dann sozusagen immer ab dem dritten Semester, wo dann die Studenten sich entscheiden können. Genau, also wir haben das Konzept ist bei uns so, in den ersten beiden Semestern sind alle zusammen. Da werden quasi die Grundlagen vermittelt. Kann man sagen 50-50, Betriebswirtschaft und Technik. Und ab dem dritten Semester besteht die Möglichkeit, dann zwei Module auszuwählen, dann in der jeweiligen Vertiefung. Man entscheidet sich halt am Ende des zweiten Semesters und ist dann vom dritten bis zum fünften Semester in der Vertiefung entsprechend dann aktiv.
Sehr schön. Vielen lieben Dank Ihnen. Ich habe noch eine Frage an Florian. Wir werden ganz, ganz oft gefragt, ja, kommt denn in diesem Studiengang auch was mit Architektur vor, weil das ganz, ganz viele verwechseln. Habt ihr Architekturmodule bei euch? Ja, direkt im zweiten Semester, relativ am Anfang, gibt es ein Modul, dem man sich, sag mal, ja, Grundzüge der Architektur kennenlernt. Das heißt vollständig Architektur und Gebäudekonstruktion. Ja, also man geht nicht allzu tief in die Materie rein, weil man später eben Berufsleben eher mit den Architekten arbeitet, als wirklich Architektenarbeit zu erledigen. Mhm. Aber ja, man lernt Grundzüge kennen, aber jemanden, der sich, sage ich mal, für Architektur begeistert und sagt, okay, das ist wirklich das, was mich fasziniert, würde ich da nicht sagen, dass es da das okay, also Studium dafür ausreicht. Also dann das direkte Architekturstudium woanders wäre. Genau. Okay. Lisa, du studierst mittlerweile schon im Master. Kannst du denn für die komplette Wirtschaftswelt einen Master empfehlen? Braucht man den in dieser Welt? Ja, also brauchen und haben ist immer so eine Sache. Also man muss für sich selber einfach festlegen, wo man hin möchte. Ich wollte mich noch ein bisschen weiter spezialisieren und habe mich dann für das Industrial Management hier an der Hochschule mit weiter entschieden. Einfach, weil mich da auch wieder die Vertiefungen sehr gereizt haben. Ich habe zum Beispiel Projekt- und Prozessmanagement gewählt. Einfach, weil ich mal noch so Einblicke in Qualitätsmanagement, ja, so Projektplanung haben wollte. Das ist im Bachelor dann ein bisschen zu kurz gekommen. Aber wie gesagt, im Master kriegt man das auf jeden Fall mit. Wunderbar, das freut mich, dass du jetzt deine Chance genutzt hast. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon bei meinen drei Gästen. Vielen Dank, dass wir einen Einblick von ihm bekommen konnten in diese Fakultät. Vielen Dank für alle Antworten. Ne? Ja, und wir haben heute schon ganz, ganz viele studentische Projekte kennengelernt. Und ich möchte jetzt nochmal auf ein bestimmtes studentisches Projekt zu sprechen bekommen. Und das ist die Midnight Show Mittweida. Denn die findet hier nächste Woche Donnerstag, also heute in einer Woche, wieder hier im TV-Studio im Zentrum für Medien und soziale Arbeit statt. Das ist das Abschlussprojekt der Medienstudierenden hier von ihrem fünften Semester. Das bedeutet, sie stellen da eine Late-Night-Show auf die Beine, wo ganz schön viel gelacht wird. Und die ist, wie gesagt, am 18. Januar hier wieder in Mittweida. Ja, und da ist auch schon in den letzten Jahren ganz schön viel Spannendes und vor allem Lustiges entstanden. Unter anderem unsere kleine inoffizielle Hymne von Mittweida, der Song Weida. Wie der Ganze entstanden ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Bis dahin kann ich nur empfehlen, nächste Woche Donnerstag entweder live einzuschalten über den Stream oder hier vorbei zu kommen nach Mittweida. Wir wohnen im Kaff und dieses Kaff, das heißt Mittweida. Es ist kleiner, wilder, geiler. Hi, ich bin Luis. Ich hatte die Idee, eine Parodie zu Leila zu machen und habe dann beim Video auch Regie geführt. Ich bin Erik und ich habe den Text mitgeschrieben, war Darsteller im Video und Sänger vom Song Weida. Ich bin Annika. Ich habe den Weida-Song eingesungen, mit performt vor der Kamera und ich war dann auch für den Schnitt des Videos verantwortlich. Unser Weida-Song ist im Rahmen der Midnight Show entstanden. Das ist quasi das Abschlussprojekt für uns Medienmanagement-Studenten, bevor wir dann ins Praktikum gehen. Da die Show immer im Januar stattfindet, haben wir uns überlegt, welche Themen haben das Jahr davor polarisiert. Und da war Leila natürlich eins der Top-Themen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir verwandeln Leila in Mittweida. Das heißt, wir sexualisieren unsere eigene Stadt und schreiben quasi eine Art Liebeshymne. Die natürlich witzig gemeint ist. Bei der Konzeption des Videos haben wir natürlich auch überlegt, okay, welche Elemente des Originalsongs, des Originalclips können wir irgendwie bei uns mit einbauen. Wir haben zum Beispiel auch diesen Splitscreen. Das Originalvideo beginnt ja mit einem Fiat 500, der irgendwie Mallorca entlang fährt. Und ja, bei uns ist es natürlich kein Fiat, sondern einfach ein Schlitten im Schnee beim Wasserturm. Und das sind halt die Elemente, die wir versucht haben, irgendwie einzubauen. Gleichzeitig eben noch diese Story eines Erstis, der einfach mal mitgenommen wird in den Club und dann nach und nach halt zu so einem, ja, einfach hier ankommt, sage ich jetzt mal, und über die Stränge schlägt. Hannes, der studiert Audio und Acoustical Engineering, hat für uns die Musik gemacht. Der hat sich dann sozusagen um den Beat gekümmert und hat das ganze Ding auch gemixt und gemastert. Und mit ihm gemeinsam haben wir dann auch den Song im Tonstudio aufgenommen. Also für 2 Stunden haben wir uns da getroffen mit Hannes. Der hat das so alles ein bisschen so geleitet und dann haben wir einfach mal rumprobiert, auch wie das klingt. Und vieles ist auch spontan so entstanden. So. Also der Text war fest natürlich, aber wir haben so ein bisschen rumprobiert, was könnte man denn so mit der Stimmlage noch probieren, so ein paar Hintergrundgeräusche, man hört das ja auch. Jetzt war es auch um ihn geschehen, ständig im Club von 10 bis 10.
Das Musikvideo haben wir innerhalb von 2 Drehtagen gedreht. Da wir wussten, dass die Zeit sehr knapp ist und vor allem das Sonnenlicht im Winter ja nicht vorhanden ist, mussten wir sehr viel drehen in kurzer Zeit und haben alles, jeden Shot geplant. Das heißt, wir hatten eine Shotlist, sogenannte. Eine Liste, wo zu jeder Zeile Text das passende Bild dahinter steht. Und das heißt, Vorbereitung war alles. Und an dem ersten Drehtag selbst ist uns dann gleich mal der Drohnenpilot weggebrochen, weil seine Drohne ausgefallen ist. Haben dann einen Ersatz gefunden und es hat alles geklappt irgendwie. Also an sich, die Wetterbedingungen waren auch nicht ideal. Es waren -10 Grad, das sieht man zum Glück im Video nicht. Also mit diesen ganzen Hindernissen sind wir aber super gut klargekommen. Es hat richtig viel Spaß gemacht zu drehen an den verschiedenen Locations. Und was mir besonders gefallen hat, das war die Motivation, die sämtliche Darsteller mitgebracht haben, aber auch die ganzen Statisten, die da einfach freiwillig mitgemacht haben aus den unteren Semestern und ja, die demnächst ja dann auch irgendwann ihre eigene Midnight produzieren werden. Also wir persönlich waren mit dem Endprodukt sehr, sehr zufrieden und haben deswegen auch einige Aufrufe erwartet. Unser eigenes Ziel war so ein bisschen die 20.000 Aufrufe zu knacken, weil wir dann das meistgesehenste Video auf dem Hochschulkanal wären. Aber wir haben jetzt nicht sicher gedacht, dass das wirklich passieren wird. Als es dann nach 2 Tagen wirklich schon so weit war, waren wir absolut geflasht und auch von allen weiteren Reaktionen von der Hochschule, Familie, Freunde und auch die Kommentare unter dem YouTube-Video waren echt alle total positiv und haben uns richtig sehr gefreut. Wir haben jetzt zuletzt noch eine Mail vom Rektor persönlich bekommen. Das ist schon alles ein bisschen surreal und dafür, dass wir nur eine Parodie so im Rahmen unseres Studiums gemacht haben, das ja auch alles nicht so ernst zu nehmen ist, sind wir super geflasht. Das ist schon auch eine sehr schöne Erfahrung, die auch sicherlich nicht jeder so machen durfte. Deswegen sind wir froh, dass wir uns dann auch mit so einem Knall irgendwie hier vielleicht, wenn man es so betrachten will, auch verabschieden können. Genau, und wir sind natürlich auch richtig froh, dass wir uns irgendwie mit dem Video so ein bisschen hier verewigen konnten. Wir lieben dich, wir lieben dich. Party, die geht weiter. Genau. Also im Ohrwurm ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Absolut, bei mir auf jeden absolut. Fall. Ich singe das regelmäßig unter der Dusche und schief. Definitiv. Wir wollen jetzt noch mal auf ein paar letzte Fragen eingehen. Und da kam gerade noch eine Frage rein, ob es bei uns denn Studiengebühren gibt. Da gibt es zu den grundständigen Studiengängen auf jeden Fall die Antwort nein. Also hier gibt es keine Studiengebühren. Es fällt nur der obligatorische Semesterbeitrag an, der typisch ist für Hochschulen. Der liegt bei uns bei 97 Euro pro Semester. Außerdem wurden wir gerade eben noch mal gefragt, ob wir noch mal die Bewerbungszeiträume ansagen können. Und na klar, können wir gern für euch machen. Möchtet ihr einen Studiengang aufnehmen, weil ihr euch heute zum Beispiel in Mittweida in einen Studiengang verliebt habt, dann müsst ihr euch bewerben vom 15. April bis zum 15. Juli. Das Ganze macht ihr online bei uns über die Website. Also bitte schickt uns nichts per Post zu. Ab und zu kommen wir nämlich mal ein paar Briefe an. Ihr könnt das ganz einfach online machen. Das gilt für alle Studiengänge, die im Wintersemester beginnen. Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, die soziale Arbeit ist bei uns ein Studiengang, der im Sommersemester startet. Und da gilt der Bewerbungszeitraum vom 15. Oktober bis zum 15. Januar. Ihr habt also jetzt noch ein paar Tage Zeit, euch bei uns auf der Webseite zu bewerben, wenn ihr jetzt im März anfangen wollt, soziale Arbeit zu studieren. Außerdem werden wir oft gefragt, und die Frage würden wir jetzt einfach mal schnell noch mit reinnehmen, wie man denn BAföG beantragt und wo das überhaupt geht. Bei uns zählen die Studierenden zum Studentenwerk Freiberg. Dort müsstet ihr euch also melden, wenn ihr jetzt plant, zum Beispiel im Wintersemester 2024 anzufangen. Jetzt im Frühjahr dort einfach melden, dort erkundigen und das läuft über die. Dort müsstet ihr euch übrigens auch melden, wenn ihr plant, nach einer Wohnung hier in Mittweida zu suchen und im Studentenwohnheim wohnen möchtet. Bei uns gibt es aber natürlich trotzdem viele Einzelapartments und Einzelwohnungen. Einfach bei uns auf der Webseite unter Wohnen in Mittweida suchen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo ihr hier wohnen könnt. So, und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, unser Livestream geht jetzt zu Ende und wir bedanken uns vielmals bei euch. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Doch bevor wir uns verabschieden, haben wir noch ein paar kleine Hinweise für euch, denn der nächste Studieninformationstag steht bereits in den Startlöchern. Ihr habt heute verpasst, auf den Campus zu kommen oder habt es leider einfach nicht geschafft, gar kein Problem. Kommt zu uns am 13. April 2024. Ihr könnt nochmal live alles erleben, mit Professorinnen und Professoren quatschen und Studierenden
Stunde ausquetschen, wie das Leben hier in Mittweida ist. Die Sendung, die wird auch noch nach dem heutigen Tag auf YouTube verfügbar sein. Ihr könnt da also jederzeit immer wieder reinschauen oder euren Freunden oder Familie etwas zeigen, was euch vielleicht besonders interessiert hat. Und sollte doch noch irgendwas unklar sein oder wir haben heute irgendwas vergessen, was euch brennend interessiert, könnt ihr uns jederzeit erreichen. Wir von der Studienberatung sind über die unterschiedlichsten Kanäle erreichbar. Schaut da einfach gern mal auf der Website vorbei und unser Team freut uns, euch zu helfen. Ganz genau. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, damit ihr nichts verpasst, was hier in Mittweida passiert, folgt doch gerne unseren Social-Media-Kanälen der Hochschule. Da verpasst ihr überhaupt nichts, auch wenn ihr den Projekten folgt, die hier an der Hochschule so stattfinden, wie das Studierendenleben so in Mittweida stattfindet. Abschließend möchten wir noch einmal ganz kurz betonen, dass Mittweida nicht einfach nur so ein Studienstandort ist, sondern Mittweida ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Und das können wir aus eigenen Erfahrungen sehr gut sagen. Mittweida hat kurze Laufwege, ihr seid schnell an eurer Uni, das macht es früh ganz cool, weil ihr ein bisschen länger schlafen könnt. Es gibt die Nähe zu den Professoren und Professorinnen, es gibt die Nähe aber auch zu euren Kommilitonen. Wir haben zwar nur einen Club und nur eine Bar und nur ein Kino, weil wir eben nicht die absolute Großstadt sind, aber alle Studierenden sind eben als Familie an diesem einen Ort. Und apropos Club, der lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Montags ist oft Eurobier, es gibt Motto-Partys, es gibt Karaoke und die stellen da immer ganz schön coole Dinge auf die Beine. Also Mittweida schläft nicht. Außerdem seid ihr trotzdem super gut angebunden. Falls ihr zum Beispiel mal Lust habt, nach Chemnitz zu gehen und doch mal ein bisschen größere Stadt schnuppern wollt, dann seid ihr mit der Straßenbahn ganz fix da. Wir hoffen, dass unsere Live-Sendung und euch heute bei der Studienwahl etwas unterstützen konnte. Wir möchten uns auf jeden Fall bedanken bei allen Gästen, die heute auf der Bühne waren und so fleißig alle Fragen beantwortet haben. Natürlich auch an das gesamte Team, was hinter der Kamera und hinter den Kulissen heute diese ganze Sendung ermöglicht hat. Und natürlich an euch ein großes Dankeschön, dass ihr eure Fragen gestellt habt und so fleißig dabei wart. Wir freuen uns, dass alle eingeschaltet haben und wünschen euch alles, alles Gute auf eurem weiteren Bildungsweg und können noch einen Hinweis zum Schluss sagen, am 13. April 2024 der nächste Studieninformationstag. Bis dahin sagen wir beide Tschüss! Ey Leute, habt ihr meine Mail nicht bekommen? Das Hotel braucht unbedingt einen Imagefilmer mit weiter. Tja, und da stand man nun. Mit einem Imagefilm über eine Stadt ohne Image. Tja, und das alles in nur 2 Wochen. Was braucht man für so einen richtig geilen Imagefilm? Eine geile Stadt? Haben wir nicht. Ja, also mussten wir uns irgendwas überlegen. Aus unserer Not heraus haben wir dann einfach ein bisschen stibitzt, würde ich mal sagen. Du Perle an der, wie man das eben so macht in der Medienbranche. Ob die großen, es wurden quasi alle Imagefilme, die so auf dem Markt existieren, nicht nur angeschaut, sondern regelrecht analysiert. Naja, schon eher kopiert, oder? Ach. Ist halt alles irgendwie derselbe pseudo-emotionale Scheiß. Auf jeden Fall brauchen wir richtig geile Schnittbilder. Und krasse Fahrten. Und los. Mit astreinen Kameraeinstellungen. Und Slow-Mo. Sorry. Für einen guten Imagefilm, da brauchen wir die Gesichter der Stadt. Wir brauchen eine reiche Studentin, ein Kind, weil Kinder ziehen immer, und den Durchschnittsbürger aus Mittweida. Ja, lass die Fahne mal lieber weg. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Mittweida hat ja seine diversen Seiten. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja... Ja, Aushängeschild von Mittweida sind natürlich auch die ganzen Gangster-Kids. Ja, Skateboards, ihre 1000-Dollar-Hype-Beast-Outfits und am Supermarkt chillen. Ja, da wir Mittweidas Diversität jetzt komplett abgebildet hatten, wollen wir natürlich noch die Hotspots dieser Metropole zeigen. Und damit es nicht allzu kulturell und langweilig wirkt, haben wir uns dann noch einen ziemlich geilen Eyecatcher besorgt, nämlich einen Typ, der übelst krasse Moves drauf hat. Ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es alles noch ein bisschen lame. Ja. Drohnenshots! Ach, wir haben doch gar keine Drohne mehr. Ah ja, ich weiß noch beim letzten Mal. Ja, sowas können wir uns auf gar keinen Fall nochmal leisten. Ich hab da so eine Idee. Hallo.
Ah, es funktioniert. Ja, dann haben wir es doch. Und es wäre ja auch nicht der geilste Imagefilm, wenn da nicht ein völlig austauschbarer Sprechertext drüber gesappelt werden würde. Mit weiter. Den man irgendwie auf jede x-beliebige Stadt anwenden könnte. Noch so ein bisschen emotionale YouTube-Musik raufgeklatscht und zack, das Meisterwerk war vollendet. Film ab. Mit weiter. Du Perle an der Zschopau. Große Kreisstadt auf dem Papier, Kleinstadt in den Herzen. Du bist zu Recht hoch berühmt und viel bereist. Glücklich ist der, der hier geboren wurde. Aber glücklich auch die, die dich als zweite Heimat wählten. Ich wurde aber hier geboren. Oh, naja. Du hast so schöne Ecken, ob die großen Bekannten oder die kleinen Versteckten. Du bist eine grüne Stadt. Eine Stadt mit Architektur. Mit Weider, du tanzt. Nicht nur eine Gemeinde, sondern ein immer größer werdender Freundeskreis. Mit Weider, du bist ein Dorf. Du bist der Ort, an dem man etwas schaffen kann. Bei dir fühlt man sich frei und grenzenlos. Du wunderschöner Fleck Erde mit deinen Gegensätzen. Du bist so schön unperfekt. Wie ich. Ich bin nicht King dieser Stadt, aber Kind dieser Stadt. Vor allem bin ich Fan dieser Stadt und Teil der lautesten Gang dieser Stadt. An dir ist alles Gold, was glänzt. Deine sächsische Tradition kann man spüren mit jedem Detail. Weil sich Heimat hier noch wie früher einfühlt. Bei uns gibt es vielleicht nicht die meisten Partys, aber dafür die besten. Denn es sind unsere Partys. Mit Weider, du bist du und auch sie. Und sogar die hier. Mit Weider, du bist der Ort, der so vieles verbindet. Mit Weider, hier gehören wir hin. Leute, denkt ihr aber bitte dran, dass das Hotel noch im Imagefilm vorkommt. Ach ja, das ist unser Hotel.